idealism prevails. Make the world a better place. Ja, einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen im Aktionsradius Wien. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Für uns ist das heute eine Sonderveranstaltung, die wir recht kurzfristig angekündigt haben und einberufen haben. Und ich freue mich, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Ja, herzlich willkommen, Matthias Bröckers. Er ist heute aus Berlin angereist. Er ist Autor, freier Publizist. Und er war schon einmal mit anderen Themen hier bei uns zu Gast und recherchiert und schreibt seit 10 Jahren auch zu Julian Assange. Herzlich willkommen. Danke. Ja, willkommen auch Hannes Hofbauer. Danke auch an dich, dass du ganz spontan auch zugesagt hast, wie wir dich gefragt haben, ob du den heutigen Abend moderieren würdest oder eben das Gespräch mit Matthias Bröckers führen könntest. Und ja, du hast ja auch den Abend ein bisschen mit angeregt, weil du schon voriges Jahr einmal gesagt hast, eigentlich sollte man was zu Assange machen. Und es hat noch ein bisschen gedauert für uns, weil wir ja immer nach Themen, Schwerpunkten unsere Programme gestalten. Und jetzt ist ein aktueller Anlass, wo wir dann doch ganz spontan gesagt haben, jetzt wollen wir diesen Abend einschieben. Der spontane Anlass sozusagen oder der Anlass jetzt ist, dass nächste Woche am 24. Februar ja der Auslieferungsprozess für Julian Assange beginnt. Auslieferung an die USA. Es geht einerseits um Julian Assange, um die Menschenrechte, zum anderen geht es aber natürlich um viel mehr. Viele Menschen sagen, dass dass hier eigentlich die Pressefreiheit hier in Europa auch am Spiel steht, dass es mit dem Ausgang dieses Verfahrens auch abhängen wird, wie es um die Meinungs- und Pressefreiheit in Europa steht und dass der Fall Julian Assange mehr oder weniger auch ein Exempel ist, also wo auch droht, dass das überhaupt das Ende des investigativen Journalismus sein könnte. Seit 10 Jahren lebt Julian Assange nicht mehr in Freiheit, mitten in Europa. Seit 10 Jahren gibt es kaum Signale aus der Politik oder aus den klassischen Medien, außer ein paar alternativen Medien oder einzelnen Personen, Journalisten, Zivilakteuren, die sich hier stark machen für Julian Assange. Einer davon ist Matthias Bröckers. Wie gesagt, er recherchiert und schreibt seit 10 Jahren in dieser Sache, zuletzt also auf seinem Blog, in Videobotschaften und zuletzt mit seinem Buch, das Sie hier sehen, Freiheit für Julian Assange, Don't Kill the Messenger. Im Vorjahr ist aus meiner Sicht ein bisschen ein neuer Wind in die Sache gekommen durch das Engagement des UN-Sonderberichterstatters Nils Melzer. Er hat ja den Fall recherchiert, sich mehrmals im Gefängnis mit Julian Assange getroffen und er hat sehr klare Statements eigentlich abgegeben. Er spricht von physischer und psychischer Folter, die hier passiert und er fordert eben auch schon seit langem im Vorjahr die Freiheit für Assange. Er hat Artikel geschrieben, die keine Zeitungen gedruckt haben. Er hat in Alternativmedien publiziert. Er hat im November vor dem Deutschen Bundestag gesprochen und mit seinem Plädoyer. Lange wurde es nicht gehört. Jetzt ist mein Eindruck, kommt ein bisschen Bewegung in die Sache und vor allem auch durch zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure. Weltweit gehen Menschen für Julian Assange auf die Straße. Auch in Wien gibt es seit Anfang Jänner Mahnwachen, wöchentliche Mahnwachen. Und wir waren bei dieser ersten Mahnwache Anfang Jänner und das war für uns dann noch einmal so der letzte Impuls, wo wirklich mit großer Betroffenheit noch einmal ausgelöst wurde, wo wir gesagt haben, es möchten und müssen auch wir aktiv werden. Und so haben wir diese Veranstaltung heute auf unseren Terminplan gesetzt. Bei uns ist es angesiedelt erst im Februar mitten in unserem Kinoschwerpunkt. Ich habe schon gesagt, wir programmieren unser Programm nach thematischen Schwerpunkten und eigentlich passt da ganz gut hin in diesem Kinoschwerpunkt, weil bei der Zusammenstellung des Kinoprogramms war es uns wichtig, dass wir hier auch vor fragwürdigen Entwicklungen Chinas nicht die Augen verschließen. Und ja, wenn man das bei China diese Maßstäbe anlegen, ist es eigentlich selbstverständlich, dass man das auch hier in Europa vor unserer Haustüre macht. Man kann sich vorstellen,
Also man kann sich das gut vorstellen, wenn ein ähnlicher Fall in China passieren würde. Also man stelle sich vor, ein Journalist wird in China so behandelt wie hier Julian Assange. Der saß bis Ende Jänner in absoluter Isolationshaft in einer Einzelzelle. Er durfte keinen Kontakt mit Menschen haben, er durfte keinen Internetzugang haben, er war völlig abgeriegelt. Und wenn man sich vorstellt, dass das einem Journalisten in China passiert oder in Russland, dann kann man sich vorstellen, welcher politischer, medialer Wirbel hier in Europa, im Westen los wäre. Ich habe schon gesagt, Nils Melzer, dieser UN-Sonderbeauftragte für Menschenrechte, Anti-Folter-Beauftragter, er spricht von wirklich massiver physischer, psychischer Folter. Und er hat gesagt, ich zitiere ihn jetzt, in den 20 Jahren meiner Arbeit mit Opfern von Krieg, Gewalt und politischer Verfolgung habe ich noch nie erlebt, dass sich eine Gruppe demokratischer Staaten zusammengeschlossen hat, um ein einzelnes Individuum so lange und unter so geringer Berücksichtigung der Menschenwürde und der Rechtsstaatlichkeit bewusst zu isolieren, zu dämonisieren und zu missbrauchen. Ja, also ich glaube, mehr braucht man hier nicht sagen. Hier geht es wirklich um einen Präzedenzfall, um ein Exempel. Und ein Exempel, das auch darüber entscheidet oder mitentscheidet über das Schicksal der westlichen Demokratie und der Pressefreiheit hier in Europa. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen spannenden, einen informativen Abend. Ich würde mir wünschen, dass er auch anregt und auch neue Kräfte mobilisiert, zivilgesellschaftlich, um sich hier dagegen zu stemmen. Wir haben es vorher eingeblendet, es liegen auch Flugblätter auf den Tischen. Die Mahnwachen in Wien gehen weiter. Es gibt eine sehr interessante, informative Facebook-Seite, Freedom for Julian Assange Now. Dann möchte ich Sie noch kurz informieren, dass wir heute auch tontechnisch aufnehmen. Also es ist bei uns so üblich, weil wir auch eine eigene Radiosendung haben, Radio Augartenstadt. Zweimal im Monat senden wir da mit unserem Partner Radio Orange. Und da gibt es unsere Veranstaltungen auch zum Nachhören. Und da wird auch die nächste Sendung dem Fall Julian Assange gewidmet. Heute sind, weil der Fall wichtig ist, auch zwei Videoteams hier im Einsatz. Unser Videofilmer Wolfgang Blädel und die Plattform Idealisten Prevails, der NADA. Das heißt, gemeinsam wird hier auch ein Film produziert von diesem Abend, der dann auch auf YouTube zu sehen sein wird, sowohl bei Idealisten Prevails als auch auf dem Aktionsradius YouTube-Kanal. Es gibt einen Büchertisch auch hinten, da gibt es natürlich das Buch von Matthias Bröckers. Nehmen Sie sich es mit nach Hause oder verteilen Sie es auch an Freunde. Und es gibt auch viele interessante Bücher aus dem Promedia Verlag und von anderen Autorinnen zum China-Schwerpunkt. Wenn Sie neu bei uns im Aktionsradius sind, lade ich Sie ein, kommen Sie auch zu anderen Veranstaltungen wieder, nehmen Sie sich die Programmflyer mit, noch jetzt im Februar China und ab März dann unser Balkan-Schwerpunkt. Und zu China gibt es noch nächsten Dienstag eine sehr interessante Veranstaltung, die ich Ihnen ans Herz lege. Hier kommt der Kölner Publizist Werner Rügemer zu uns, war auch schon ein paar Mal hier bei uns zu Gast. Und er wird einen sehr interessanten Wirtschaftsvergleich anstellen. Sein letztes Buch, das er publiziert hat, heißt Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts. Es liegt auch schon am Büchertisch heute. Und er wird sozusagen den chinesischen Kapitalismus mit dem westlichen Kapitalismus vergleichen und auch ein bisschen die Hintergründe offenlegen, wie es China gelungen ist, in so wenigen Jahren oder in zwei Jahrzehnten zur neuen Wirtschaftsmacht aufzusteigen. Also das lege ich Ihnen ans Herz. Und ja, jetzt übergebe ich ans Podium Hannes und Matthias und einen schönen Abend. Ja, danke, Uschi Schreiber. Ich habe die Ehre, heute diesen Abend moderieren zu dürfen. Nütze gleich das erste Wort, euch wirklich vom Aktionsradius Augarten, Uschi und ihrem Team zu danken, diese Veranstaltung auszurichten. Eigentlich müsste es viele solche Veranstaltungen geben zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Aber diesen Dank möchte ich schon dieser ganzen Veranstaltung mal vorausstellen. Applaus
Ja, wir diskutieren ja in Österreich und in der Europäischen Union in den letzten Monaten und Jahren sehr viel über die Justiz. Also in Österreich ist jetzt keine Sendung. Matthias Bröckers wird verzeihen, dass ich da mit österreichischen Interna beginne im Fernsehen oder im Radio in den letzten Tagen. Abgelaufen, wo nicht darüber gesprochen wurde, dass die Justiz womöglich unter parteipolitischen Einfluss stünde oder dass es diese eine Staatsanwaltschaft vielleicht weniger gut arbeiten würde. Auch auf EU-Ebene wird ständig über die Justiz gesprochen. Polen wird zum Beispiel attackiert, weil es die Pensionsalter für seine Richter hinabgesetzt hat, was natürlich auch wiederum parteipolitischen Hintergrund hat. Das heißt, die Justiz ist in aller Munde, aber dieser ganz große Skandal, der ja auch mit Justiz zu tun hat, nämlich einen Journalisten einfach wegzusperren. Uschi Schreiber hatte das schon gesagt, in Wirklichkeit seit mehr als 7, 8 Jahren, der geht eigentlich an den Hauptmedien und vor allem auch an unseren Politikern und Politikerinnen vorbei. Es müsste längst die Justizministerinnen der Europäischen Union aufgeschrien haben, um das damalige Mitglied Großbritannien, Vereinigtes Königreich oder das jetzt nicht mehr Mitglied aufzufordern, da diesen Skandal zu beenden und Julian Assange zu befreien. Soweit meine Einleitung und jetzt würde ich ganz gern Matthias Bröckers vorstellen. Er ist eigentlich fast mein Jahrgang, 1954 in Limburg an der Lahn geboren, also ein Deutscher aus dem Westen, studierte Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft, eine sehr spannende Melange und ist seit Jahrzehnten eigentlich als Journalist tätig, in fast allen deutschen Medien, von Taz über Zeit, über verschiedene Radiosender wie Berlin-Brandenburg oder Deutschland Radio Kultur, Die Wahrheit, eine Satirezeitung, hast du auch gearbeitet, zuletzt auch sehr viel in Telepolis und publiziert am laufenden Band Bücher. Also das Buch, was mir als erstes aufgefallen ist, unter seinem Namen ist, glaube ich, zuerst 2000 oder 2001 erschienen, im Verlag 2001 übrigens. Das heißt Verschwörungen, Verschwörungstheorien und Geheimnisse des 11. September, hat viele Auflagen und auch viele Überarbeitungen gehabt. Dann habe ich auch ein Buch sehr interessant gefunden von dir, das heißt oder hat geheißen Wir sind die Guten, da geht es um Russland verstehen. Du hast auch bei Westend, das ist der Verlag, in dem das Buch erschienen ist, über das wir heute sprechen, hast du ein Buch gemacht über den Fall Ken Jebsen. Und eben ganz zuletzt, im Juli herausgekommen, Freiheit für Julian Assange, Übertitel Don't Kill the Messenger. In 4 Tagen, genau am Montag, beginnt, Uschi Schreiber hat schon angedeutet, die Anhörung über die Auslieferung des Australiers Julian Assange aus dem Vereinigten Königreich in die USA. Das allein finde ich schon eine ziemlich bemerkenswerte Internationalität, der man skeptisch gegenüberstehen muss. Dieser Julian Assange sitzt seit April 2019 in einem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh. Die letzten paar Wochen hat sich ein bisschen entspannt, über das werden wir noch sprechen. Und vor 7 Jahren ist er eben in die ecuadorianische Botschaft in London geflohen und hat dort um politisches Asyl angesucht, das ihm gewährt wurde und dann wieder entzogen wurde. Bei dieser Anhörung, die am Montag stattfinden wird, geht es um ihn, aber es geht um viel mehr. Es geht nicht nur um ihn, es geht um Pressefreiheit, es geht um einen Präzedenzfall, es geht um die Meinungsfreiheit. Und das ist meine erste Frage an Matthias Bröckers. Was sind eigentlich die Kernpunkte dieser Anklage? Wie sieht die aus in den USA? Und was würdest du meinen, steckt dahinter? Ja, die Kernpunkte sind 18 Anklagepunkte und davon betreffen 17 Spionage. Die USA behaupten, Assange hätte in 17 Fällen spioniert. Das hat er aber nie getan. Er war ja auch gar nicht in den USA, sondern er hat mit seiner Plattform WikiLeaks, die er gegründet hat, dort hat er Material veröffentlicht, was ihm von Whistleblowern aus dem US-Militär, in dem Fall Chelsea Manning, zur Verfügung gestellt worden ist. Das hat er publiziert. Er hat selbst überhaupt keine Spionage betrieben. Deshalb sind diese 17 Anklagepunkte in meinen Augen obsolet und treffen in keiner Weise zu,
Es ist auch, und das ist bemerkenswert, du hast es genannt, es ist tatsächlich ein Präzedenzfall. Also erstmals in der Justizgeschichte der Vereinigten Staaten wird ein Journalist wegen Spionage angeklagt. Sowas hat es noch nicht gegeben. Dieses Gesetz aus dem Ersten Weltkrieg 1917 erlassen, das wurde bis dato noch nie auf Journalisten angewendet. Und jetzt soll es zum ersten Mal angewendet werden. Diese 17 Punkte, Anklagepunkte beziehen sich also auf Spionage. Dann ist da noch ein weiterer 18. Punkt, der besagt, dass Assange, der Chelsea Manning, damals noch Bradley Manning, geholfen hat, hätte in die US-Computer einzubrechen. Bradley Manning hat damals in der Poststelle einer hinterletzten Kaserne im Irak gearbeitet und hatte dort, das ist erstaunlich, Zugang zu sämtlichen Rechnern inklusive des US-Außenministeriums und so weiter. Auf der Poststelle ein kleiner Soldat dort. Und dort hat er das ganze Material, unter anderem auch das berühmte, berüchtigte Collateral Murder Video, was ja sozusagen einer der Knackpunkte war, die USA so gegen Assange aufgebracht haben, weil er das veröffentlicht hat, wie halt im Irak von einer Hubschrauberbesatzung wahllos Zivilisten abgeknallt werden. Dieses Material hat er publiziert und der 18. Anklagepunkt besagt, er hätte dem Chelsea Manning geholfen, da in den Computer der Behörden oder der Militärs einzubrechen, was aber Quatsch ist, weil Manning hatte alle Passworte, die er brauchte, also er brauchte gar keine Hilfe von außen. Also es gibt überhaupt keinen validen Punkt, weshalb man Julian Assange überhaupt anklagt. Und die USA fordern 175 Jahre Haft für ihn. Und wenn man sich das EU-Auslieferungsrecht anschaut, dann müsste er eigentlich schon längst aus dem Gefängnis draußen sein, weil das EU-Recht sagt ganz klar, in einem Land, wo eine Person kein faires Strafverfahren, kein rechtsstaatliches Verfahren zu erwarten hat, in das darf nicht ausgeliefert werden. Wir liefern also niemand in irgendwelche Bananenrepubliken aus, wenn wir wissen, da gibt es keinen Rechtsstaat. Und in den USA, das muss man ja leider sagen, gibt es keinen Rechtsstaat. Sie haben Guantanamo nach wie vor, Obama wollte es schon zumachen, es ist bis heute, da sind hunderte Gefangene, ohne irgendeine Anklage werden die festgehalten, einfach mit der Behauptung, das sind Terroristen. Das hat mit Rechtsstaatlichkeit überhaupt nichts zu tun. Und Assange soll ja auch nicht, das gilt im Übrigen auch für Edward Snowden, der soll ja nicht vor ein öffentliches Gericht gestellt werden, sondern vor ein geheimes Militärgericht. Vor solchen geheimen Militärgerichten soll ja jetzt auch Chelsea Manning erscheinen, die begnadigt worden ist von Präsident Obama. Die hat tatsächlich spioniert. Sie hat als Soldat dieses Material aus den Servern runtergeladen und hat das WikiLeaks zur Verfügung gestellt. Damit hat Manning gegen Gesetze verstoßen. Das ist klar. Als Soldat schwörst du, ja, und du kannst nicht da Material nehmen und weg. Dafür hat sie gesessen und ist von Obama begnadigt worden, dann nach 4, 5 Jahren oder so. Was jetzt gerade passiert, schon im letzten halben Jahr, seit die Briten den Julian aus der ecuadorianischen Botschaft rausgeschleppt haben, wird Chelsea Manning vorgeladen vor einem geheimen Gericht. Sie soll Aussagen gegen Assange machen. Sie sagt, ich habe alles ausgesagt in dem ersten Verfahren. Ich trete nicht an vor diesem Gerichtshof. Und sie wurde jetzt schon dreimal in Beugehaft genommen. Musste halt 4 Wochen im Gefängnis sitzen. Die Beugehaft darf immer nur, ich weiß nicht, ob es 4 Wochen sind oder 6, ist irgendwie begrenzt. Dann musste sie wieder freigelassen werden. Dann kam eine erneute Vorladung, die hat sie wieder abgelehnt, hat man sie wieder in Beugehaft genommen. Und jetzt muss sie $500 pro Tag, werden ihr aufgebrummt, wo sie nicht erscheint vor diesem geheimen Gericht.
Das ist und das ist ja letztlich nichts anderes. Die hochheilige Inquisition vor 500 Jahren, die hat Daumenschrauben angewendet, wenn sie irgendwelche Aussagen haben wollte. Und jetzt wird Chelsea Manning also mit Gefängnis und mit materiellen Strafen erpresst, etwas auszusagen gegen Assange. Sie hat aber nichts auszusagen. Das ist im Moment der Stand der Dinge. Und wenn es nach dem Buchstaben des EU-Auslieferungsrechts ginge, müsste Assange morgen aus dem Gefängnis raus, weil in ein Land, in dem solche Zustände herrschen, selbst wenn es unser Bruderstaat Vereinigte Staaten von Amerika ist, darf nicht ausgeliefert werden. Das ist meine Position dazu und nicht nur meine. Und man kann nur wünschen und hoffen, dass sich die britischen Richter dem irgendwie anschließen. Darf ich noch kurz nachfragen bezüglich dieses Kernpunkts der Anklage? Also du hast ja gesagt, es sind quasi 17 und ein Punkt. Der eine Punkt ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wegen Hilfe, Beihilfe zum Hacken. Ja? Genau, also der ist genau. Ja sozusagen nicht mit sehr hoher Strafe im Betrieb bedroht. Und die anderen sind aber doch Spionagefälle. Und da hast du gemeint, das beruht auf einem Gesetz aus 1917. 1917 waren die USA im Krieg, unter anderem mit dem Deutschen Reich. Mhm. Also das heißt, die haben natürlich in dem Krieg Gesetze erlassen, dass Menschen, die in den USA für das Deutsche Reich oder wenn immer als Feind spionieren, vor Gericht gezogen werden können. Und weißt du da ein bisschen mehr darüber, warum man sich auf dieses Gesetz beruft? Oder im Prinzip sind ja die USA nicht im Krieg mit Assange. Na, die Obama-Regierung hat ja schon probiert, den Julian Assange zu kriegen. Ja? Und die Juristen haben sich damals diese Gesetzeslage angeschaut und haben gesagt, okay, du hast es ja am Anfang erwähnt, der Mann ist Australier, der war überhaupt nicht in den USA, jetzt ist er in England oder in Europa gerade irgendwo, was hat er hier für Verbrechen begangen? Also da musste man schon genauer schauen, dann fand man diesen Spionage-Act und da haben die Juristen von Obama überlegt, ihn danach anzuklagen. Mhm. Und da kam aber aus juristischen Kreisen oder da in ihrer Gruppe, haben gesagt, ja hallo, wenn wir den Assange deswegen anklagen, dann müssen wir eigentlich auch die New York Times, die Washington Post und die Newsweek anklagen, weil die haben ja das Material von WikiLeaks publiziert. Also was ist da der Unterschied? Und deshalb hat die Obama-Regierung es unterlassen, so ein Auslieferungsverfahren anzustrengen. Und Trump, der es mit den Medien und so ähnlich so hat, der hat dann nochmal seine Juristen rangesetzt und die haben dann gesagt, ja, nach dem Spionage-Act können wir ihn anklagen. Und deshalb ist das passiert. Und einen Tag, nachdem Julian aus der Botschaft verschleppt wurde, ins Gefängnis gebracht, lag diese Anklageschrift. Vorher war die noch nicht da. Einen Tag danach haben sie die präsentiert. Und ja, es geht hier um diesen, wie gesagt, Spionage-Act von 1917. Und es geht darum, dass hier zum ersten Mal ein Journalist verurteilt werden soll. Und es geht darüber hinaus darum, dass wenn dieses Urteil, also dieser Auslieferungsantrag, wenn der von einem britischen Gericht jetzt zugestimmt wird, das heißt, wenn Assange ausgeliefert würde, dann bedeutet das für jeden Journalisten irgendwo auf der Welt, egal in welchem Land, egal welche Nationalität er hat, wenn er irgendetwas veröffentlicht, von dem die Vereinigten Staaten behaupten, es verstößt gegen ihre Sicherheit, dann kann er am nächsten Tag einen internationalen Haftbefehl von Interpol gewärtigen, Handschellen kriegen und erstmal in Haft genommen werden, weil die USA sagen, den wollen wir jetzt haben. Hier den Hofbauer, der hat was geschrieben, was unsere Sicherheit bedroht. Ja, dann sitzt du erstmal im Knast. Und ist das eine Sache, die weit über die Person Julian Assange und weit über das Projekt WikiLeaks hinausgeht. Es wäre tatsächlich ein Präzedenzfall, der den Journalismus insgesamt und auf der ganzen Welt betrifft. Und deswegen, und es fängt ja jetzt, da werden wir vielleicht noch drüber sprechen, dass langsam da ein gewisses Bewusstsein bei den Kollegen in den Medien eingesetzt hat, was in den letzten 10 Jahren
ich stark vermisst habe, dass irgendeiner sagt, hallo, das ist doch ein Medienprojekt WikiLeaks. Der Außenminister Pompeo, der sagt, ja, das ist eine illegale Geheimdienstoperation. So bezeichnet er WikiLeaks. Ja, das ist ein Geheimdienst. Nein, es ist ein Medium. Es ist, und Julian Assange hat nichts anderes getan, als jeder Verleger, jeder Journalist auch tut. Er hat Material, das er bekommen hat, publiziert. Punkt. Ja, ja, zu diesem Präsidentsfall hast du da einen sehr schönen Satz geschrieben in deinem Buch Freiheit für Julian Assange. Ich zitiere ihn. Wenn eine solche Einrichtung, gemeint ist WikiLeaks, nun als kriminell erklärt und ihr Gründer und Kopf als Schwerverbrecher inhaftiert ist, hat das mit den Grundsätzen der Aufklärung und demokratischer Rechtsstaaten nichts mehr zu tun. Es ist der Rückfall in die Barbarei absoluter Herrschaft. Ein Rückfall hinter alles, was Fassadendemokratie und Schönwetterhumanität der Werte des Westens überhaupt noch zu bieten haben. Ja, man muss sich doch mal überlegen, der Junge sitzt jetzt seit fast einem Jahr in Isolationshaft in einem der härtesten Kneste von ganz England. Warum? Weil er gegen Meldeauflagen verstoßen hat. Ja, also ich weiß nicht, ihr habt sicher auch schon mal gegen Meldeauflagen verstoßen, wenn ihr umgezogen seid und euch nicht innerhalb von 3 Wochen beim Amt gemeldet habt. Ja, das ist Verstoß gegen die Meldeauflagen. Nichts anderes hat er getan, als er sich in die Botschaft geflüchtet hat. Warum er sich dahin flüchten musste, das sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Das ist diese ganze Schweden-Geschichte. Ja. Aber dass man wegen Verstoß gegen die Meldeauflagen in Isolationshaft genommen wird. Er durfte ja 23 Stunden am Tag keinen Menschen sehen. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen oder seit Ende November gelockert. Er ist jetzt auch aus der Isolationsabteilung des Gefängnisses in die Normalabteilung, also zu den normalen Schwerkriminellen verlegt worden. Obwohl er überhaupt kein Krimineller ist, aber er wollte das und er sieht wenigstens mal wieder einen Menschen. Ich habe Ende November ein Interview mit seinem Vater geführt, der auch sich vorbildlich, ja, wie ein Vater eben sich für seinen Sohn einsetzt. Und der war 2 Tage vorher gerade da und hatte mir erzählt, wie grausam er isoliert wurde, dass er keine Möglichkeit hat, sich auf das Verfahren vorzubereiten, dass er keine Akten in die Zelle bekommt, dass seine Anwälte auch nur einmal in der Woche vorbeikommen können. Also lauter unmögliche, unhaltbare Zustände. Und dann gibt's ja in jedem Gefängnis und so auch da in Belmarsh gibt es Seelsorger. Also Pfarrer, die für die verschiedenen Religionen da auch Gottesdienste anbieten. Und es gab einen katholischen Gottesdienst, den die Gefangenen dort, selbst wenn sie nicht katholisch waren, gern besucht haben, weil der Pfarrer war ganz nett und sie konnten sich da mal ein bisschen unterhalten und hatten eben so ein Stück Social Life. Und selbst den Besuch dieses Gottesdienstes hat man ihnen verboten. Also, dass der Nils Melzer, der im vergangenen Mai bei ihm war, mit 2 Ärzten, mit 2 Folterexperten. Die Uschi hat es ja vorhin vorgelesen, das Zitat von ihm. Sowas, ich habe mit ihm auch gesprochen, sowas hat er in 20 Jahren und er untersucht als Strafrechtsprofessor seit 20 Jahren Folter- und Menschenrechtsverstöße in aller Welt. Sowas hat er noch nicht erlebt. Und ich halte ganz große Stücke auf den Herrn Melzer, weil er nicht einfach nur ein Beamter ist, der da jetzt mal seinen Job macht und ein Gutachten, sondern sich engagiert, auch an die Medien geht. Er war im November in Deutschland und hatte einen Termin am Auswärtigen Amt. Und da hat unser unsäglicher Außenminister, der kleine Heiko, hat so Unterlinge geschickt zu dem Melzer und hat gesagt, ja, es tat uns leid, wir konnten ihren Bericht, der schon 4 Monate alt war, leider nicht lesen. Also ihn wie ein Schuljungen abgewatscht da, als eben Sonderbeauftragte des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. Es wurde ja eben schon gesagt, stellt euch mal vor, das wäre in Russland. Ja? Es wäre ein Journalist, der über Verbrechen der russischen Regierung und der von Putin so behandelt wird. Leute, da wäre hier aber jeden Tag die Hölle los und im Fernsehen hoch und runter. Der Kollege Dennis Yüksel, der vor einem Jahr bei Erdogan im Knast war, da war bei uns in der Tagesschau jeden Tag Yüksel hoch und runter.
fand ich ja gut, weil das war natürlich eine Schweinerei, den da einzubuchten. Aber wenn man das vergleicht, ich kenne den Dennis Jür, der war ja auch lange bei der Taz, ich kenne den gut, guter, toller Journalist, nichts gegen zu sagen, er ist okay, er ist dann zu Springer gewechselt, das finde ich irgendwie, egal, was da ein Alarm veranstaltet wurde, auch von Seiten der Bundesregierung, und jeden zweiten Tag war da in den Hauptnachrichten zu Assange Schweigen im Walde. Ich habe gerade vor ein paar Tagen auf meinem Blog es reingestellt, einen Artikel, den ich vor 10 Jahren geschrieben habe, als dieser Haftbefehl kam für ihn aus Schweden. Assange ist ja damals nach Schweden gereist auf Einladung der Piratenpartei Schwedens, die, weiß gar nicht, gibt es die Piraten noch? Also bei uns gibt es sie noch so, aber die waren ja mal vor 10 Jahren und in Schweden waren die recht stark und die haben den... Wir haben ja keinen Anteil am Meer, also bei uns gibt es auch keine Piraten. Jedenfalls haben die Piraten damals den Julian eingeladen und haben mit dem Grund, du, wir haben jetzt für unsere Server atomsichere Bunker hier irgendwo in Schweden, und das wäre doch auch für WikiLeaks interessant, solche, also auch im Kriegsfall sozusagen sendefähig zu sein. Und deshalb ist Assange nach Schweden gereist, hat sich das da angeguckt und dann, oh prima, der kommt, der war damals der berühmteste Hacker der Welt sozusagen, ja, oh, da machen wir doch eine Konferenz, und haben ihn gefragt, würdest du auch noch 1-2 Tage hier bei einer Konferenz? Ja, sagt er, mache ich. So ist er in Schweden gelandet. Und die haben dann da, nicht die Piratenpartei oder mitbeteiligt und andere, haben eine Konferenz veranstaltet zu, über WikiLeaks und diese ganzen Dinge. Und da war eine Mitveranstalterin, die hat gesagt, ach, ich bin am Wochenende nicht da, der kann in meiner Wohnung wohnen, da brauchen wir kein Hotel. So, und dann hat er das akzeptiert, hat in diesem Mini-Apartment gewohnt, und in der Nacht kam die Frau dann doch. Und dann sind die noch mal essen gegangen, danach kam es zum Geschlechtsverkehr, und er hat dann noch 3 Tage bei ihr auch gewohnt, dann hat er aber eine andere Frau auf der Konferenz kennengelernt. Und dann ist er zu der hingezogen. Und dann gab es da so ein bisschen Zickenkrieg. Jedenfalls war er dann ein paar Tage später bei der zweiten Frau auch wieder ausgezogen, und da ruft die erste Frau die zweite an und sagt, hier, hör mal zu, ihr habt doch zusammen geschlafen. Ja, ja, alles okay. Ja, aber ich will, dass er einen AIDS-Test macht. Und dann sagt die, na ja, also der hat doch keinen AIDS, was soll. Ja, nein, ich will, dass der den macht. Und dann sagt sie, lass uns mal, ein Freund von mir ist Polizist, lass uns mal zur Polizeiwache gehen, ich will mal rauskriegen, ob man jemanden zum AIDS-Test zwingen kann. Dann ist sie da zu dem befreundeten Polizisten mit dieser anderen Frau und hat gesagt, du, kann man einen zum AIDS-Test zwingen? Und da sagt der Polizist, ja, nur wenn du eine Anzeige erstattest. So, und dann hat die gesagt, nein, das Anzeige wollen wir nicht erstatten, wir wollen nur, dass der einen AIDS-Test macht. Da fragt der Polizist, was ist denn passiert? Ja, wir haben ja ein Kondom benutzt, aber das Kondom ist kaputt gegangen. Packt die Frau ein kaputtes Kondom auf und legt es als Beweismittel auf den Tisch. Die haben nur angefragt, die Frauen dort, ne, bei der Polizei und bei einem befreundeten Polizisten. So, und gehen wieder nach Hause. Und dann hat, und das hat Nils Melzer jetzt dokumentiert und wirklich recherchiert, dann hat dieser Polizist unter Anleitung eines höheren Polizisten bzw. Staatsanwalts diese Anfrage umgeschrieben in eine Anzeige. Das haben die Frauen waren schon weg. Auf einmal ist aus dieser Anfrage eine Anzeige Vergewaltigung geworden, und die wurde sofort noch in derselben Nacht an Expressen durchgestochen, die Bild-Zeitung von Schweden. Und am Tag darauf steht dann, boah, Assange vergewaltigt. So kam dieses Ganze, also eine völlig fingierte Geschichte, kam so in die Welt. So, und jetzt ist der Assange noch weiter in Schweden. Er ist noch 3 Wochen in Schweden. Er geht dann zur Staatsanwaltschaft und sagt, Leute, hier, das ist doch Quatsch, und sagt aus. Ja, erzählt da, wie das gelaufen ist mit den beiden Frauen und dass das beides einvernehmliche Veranstaltungen waren, und kann auch wieder gehen. So, ist weiter und ist noch 2 Wochen in Schweden. Es passiert nichts. Dann kriegt er eine Einladung nach Berlin
und nach England und geht dann nochmal zur Oberstaatsanwaltschaft in Schweden und sagt, hallo, was ist jetzt mit der Sache? Ich will nächste Woche reisen nach Berlin und nach London. Sie sagen, ja, ja, kein Problem, alles erledigt. Er steigt in den Flieger, kommt 3 Tage nach Berlin auf Einladung vom Chaos Computer Club, fährt dann weiter nach London und als er in London aussteigt, ist da ein internationaler Haftbefehl wegen Vergewaltigung und eine Auslieferung nach Schweden. So ist das ganze Ding ins Rollen gekommen. Die beiden Frauen, die sind schon völlig im Hintergrund, denen tut das auch also schwer leid mittlerweile, was sie da angerichtet haben. Aber das wurde dann benutzt sozusagen, um diesen Fall Assange und die Vergewaltigungsstory zu füttern. Okay. Ja, na, das haben wir jetzt alles genau mitbekommen. Und ich habe aber doch den Eindruck, die Verfolgung der von US-Seite her, die gab es irgendwie schon ein bisschen länger als diese Geschichte, die da in Schweden abgelaufen ist. Du schreibst es auch in deinem Buch, dass 2010 eigentlich die ersten Ansätze dafür da waren, ihn zu verfolgen. Und 2010 war jenes Jahr, wo auf WikiLeaks dieser berühmte Film Collateral Murder, also es ist eigentlich eine Dokumentation, die eben von Chelsea Manning, also damals Bradley Manning, nach WikiLeaks gestellt wurde und die haben das veröffentlicht. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem zu diesem Dokument sagen. Nein, das Dokument. Und ob das deiner Meinung nach der Auslöser war für die letztlich politische Verfolgung? Das war letztlich der Auslöser, weil hier wird ein Kriegsverbrechen, ich weiß gar nicht, 10 oder 11 Menschen werden ermordet, darunter auch 2 Reuters-Journalisten. Man hört auch den ganzen Ton der Piloten. Das war, glaube ich, 2004 oder wo? Oder Und 2007 ist es veröffentlicht worden. Und nach genau. 2010 ist es veröffentlicht 2010 worden. 2010 ist es veröffentlicht worden. Zu der Zeit war Assange in Island. Und er hat da auch unter anderem in Island dieses Dokument auf WikiLeaks veröffentlicht, was dann zu dem Volksaufstand gegen die Banker. Die Isländer sind ja großartig. Das ist das einzige Land der Welt, was seine Banker in Knast gebracht hat. Nach der Finanzkrise und das hatte auch sehr stark mit diesen Dokumenten zu tun, die keine isländische Zeitung irgendwie sich getraut hat zu publizieren. Und das hat Assange und WikiLeaks gemacht damals in Island. Der jetzige Chefredakteur von WikiLeaks ist ja auch ein Isländer. Das war die Veröffentlichung, die ein schreckliches, brutales Kriegsverbrechen zeigt, für das niemand jemals verurteilt oder angeklagt worden ist. Nur derjenige, der es publiziert hat, Julian Assange, der soll 175 Jahre ins Gefängnis. Das ist die Situation. Ja? Edward Snowden hat das schön ausgedrückt. Ich habe es hier hinten als Klappentext auf dem Buch. Wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, werden wir von Verbrechern regiert. Wenn ich keine Verbrechen aufdecken kann, wenn das behandelt wird, als sei es was Strafbares, wer ist denn an der Regierung? Ja, so. Und genau das ist mit Assange passiert. Das Collateral Murder Video ist nicht das einzige, was sozusagen den Amerikanern Bauchschmerzen, sagen wir es mal vornehmen, verursacht hat, sondern es gab ja dann noch die sogenannten DNC-Mails, also die E-Mails von Hillary Clinton, die auch auf WikiLeaks veröffentlicht worden sind. Und es gab die, auch von Chelsea Manning damals zur Verfügung gestellt, die kompletten diplomatischen Cables, also über 20 Jahre des US-Außenministeriums, was die Diplomaten da geschrieben haben, und zwar Klartext geschrieben haben. Ja. Dann gehen wir vielleicht gleich da weiter. Also diese Geschichte aus 2007, glaube ich jetzt doch, dass es eher war, wo diese Angriffe von 2 Hubschraubern auf einen Vorort von Bagdad auf eine Gruppe von 12, 15 Leuten passiert ist, wo unter 2 oder 3 Reuters-Journalisten waren, die alle damit ermordet worden sind. Das war sozusagen auch für mich oder für viele wahrscheinlich so eine Art Schockerlebnis. Man hat gewusst, kriege ich schmutzig, aber man hat es nicht so live mitbekommen. Ja. Und du hast jetzt 2 andere
Leaks oder Lecks genannt, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass Assange in den USA nicht nur in Ungnade gefallen ist, sondern als Staatsfeind gilt weithin. Das eine waren diese geleakten Dokumente der Demokratischen Partei im Wahlkampf. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Das waren die E-Mails, eigentlich die Hillary Clinton mit anderen Demokraten über Wahlkampfstrategien ja, und auch vor allen Dingen hier, wir haben es ja jetzt gerade wieder, Bernie Sanders, ja, der eigentlich viel beliebtere, viel erfolgreichere Kandidat. Ich bin überzeugt, der Bernie hätte 2016 gewonnen gegen Trump, ja. Und der war auch in den Vorwahlen irgendwie stärkste Kraft und viel beliebter. Er hat die Stadien voll gemacht. Da kamen 20.000, 30.000 Leute zu seinen Reden. Bei Hillary kamen 300 in die Disco. Ja, so. Bernie war der mit Abstand beliebtere Kandidat und wurde von der Clinton-Maschine und von den zentristischen Demokraten mit üblen Methoden sozusagen aus dem Rennen gebracht. Und das haben diese E-Mails offenbart, ja, dass eigentlich Hillary Clinton, die vor Ehrgeiz platzte, den viel erfolgreicheren Kandidaten, nämlich Bernie Sanders, mit unfairen Methoden aus dem Rennen geschmissen hat. Und die Clinton ist bis heute davon überzeugt, dass diese Veröffentlichung dass die von Russen gehackt wurde. Und B, dass das der Grund war, warum sie die Wahl verloren hat. Ja? Ich glaube, also was die Tatsache, dass Russen da irgendwie gehackt haben sollen, die ist schon lange widerlegt, wird aber immer noch in der US-Presse laufend irgendwie und jetzt nicht mehr so ganz laut, aber zwischen den Zeilen kolportiert, dass es russische Hacker waren und Putin sozusagen die US-Wahlen manipuliert hätte. Das ist in keiner Weise irgendwie bewiesen. Es ist eine schöne Geschichte, die sich Hillary Clinton ausgedacht hat oder ihr Team, als sie so völlig überraschend die Wahl verloren haben, brauchte man irgendeinen Sündenbock, sich selber die Schuld zuzuschreiben, kam nicht in Frage, also hat man dann Putin genommen. So, also das waren diese Mails, die dann auch dazu geführt haben, dass man gesagt hat, der Julian Assange ist ein Trump-Fan. Also er ist einmal mit den Russen zusammen und die Russen haben ihm diese Mails zugespielt, was nicht stimmt, was Assange auch immer abgestritten hat. Er sagt, ist kein staatlicher Geheimdienst, hat WikiLeaks diese Mails zur Verfügung gestellt. Und das wird aber immer wieder und immer wieder. Und gestern, vorgestern, ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat, kommt jetzt die Nachricht, dass die Anwälte von Assange das in irgendeinem Schriftsatz erwähnt haben, dass ein US-Abgeordneter oder Ex-Abgeordneter, der den Assange in der ecuadorianischen Botschaft besucht hat, gesagt hätte, hör zu, wenn du sagst, die E-Mails kamen nicht von den Russen, dann wird dich Trump begnadigen. Ja, so. Diese Geschichte wurde jetzt so in den letzten ein, zwei Tagen mehrfach berichtet, halte ich für völligen Quatsch. Wenn Trump ihn begnadigen will, dann hätte er nicht diese Anklageschrift rausgelassen. Ja? Und Assange seinerseits hat immer wieder und ganz oft gesagt, diese Mails, diese vom Demokratischen Nationalen Kongress, die sind nicht von einem Geheimdienst auf WikiLeaks gepostet worden. Wir wissen ja vermutlich, wer es war. Ja? Der Seth Rich, ein Angestellter der Demokraten, der hat die dort direkt vom Server gezogen. Das ist auch mittlerweile sozusagen forensisch nachgewiesen, dass die nicht von ferne übers Internet gesaugt wurden, sondern direkt am Gerät. Das hat der Bill Binney, ehemaliger NSA-technischer Direktor, also wirklich ein Fachmann, nachgewiesen, dass diese Mails nicht per Internet abgezogen wurden, sondern dort vor Ort. Und der Seth Rich ist ja dann ermordet worden, angeblich Raubüberfall. Assange hat damals $20.000 Belohnung ausgesetzt, falls Hinweise kommen auf den Mord an Seth Rich. Also das ist diese Geschichte, die hat ihm dann neben dieser ganzen Diffamierung als Frauenvergewaltiger dann dieses Image eingebracht, der ist irgendwie ein Tool von Russland. Und er ist ein Fan von Donald Trump.
weil er dem geholfen hätte, die Wahl zu gewinnen. Das ist beides völlig falsch und an den Haaren herbeigezogen, hat aber mit dazu geführt, dass er in den letzten Jahren zu so einer Unperson stilisiert worden ist. Aber die zweite Vermutung von Hillary Clinton, dass das diese Leaks, die da WikiLeaks veröffentlicht hat, über den demokratischen E-Mail-Verkehr dazu beigetragen haben, dass Hillary Clinton die Wahl verloren hat, das mag ja wohl stimmen. Und das ist ja auch nicht unbedingt die allerschlechteste Botschaft. Und da kann er sich ja das doch auf den Revers hängen, der Julian Assange. Naja, das ist ja auch, ich habe das hier kurz erwähnt im Buch, eine witzige Geschichte. Wie kam das überhaupt, dass Hillary ihre ganzen Mails da auf ihrem privaten Server zu Hause hatte? Die Clinton hat während ihrer gesamten Amtszeit als Außenministerin kein einziges Mal die Computer im Außenministerium benutzt. Ja? Wie kam das denn, als Obama ans Ruder kommt als Präsident und Hillary als Vize und Außenministerin, kriegt Obama vom Secret Service ein BlackBerry, also ein Handy, und das ist absolut gesichert und damit kann er seine gesamte Post und seine Telefonate der Präsident erledigen. Das sieht Hillary und sagt, hier, ich will auch so eins. Sagt der Secret Service, nee, kriegt nur die Nummer 1. Ich will aber, dann benutze ich mein eigenes BlackBerry. Sagt der Secret Service, nee, geht nicht, das ist nicht sicher genug und so. Und so kommt es, dass Frau Clinton dann in ihrem Haus einen eigenen, weil sie zickt so rum, sie will auch dieses Gerät, was der Chef hat, und sie kriegt es nicht. Und dann muss ihr zu Hause ein Server eingerichtet werden. Den im Außenministerium, der sicher ist und der wird nicht benutzt. Ihrer zu Hause ist nicht so richtig sicher. Und da wird das ganze Zeug, also es sind ja nicht nur die Mails aus dem demokratischen Kongress, sondern es sind ja auch ihre E-Mails, ja, über 30.000, die werden da auch abgezogen. Ja, also so kommt dieses ganze E-Mail-Drama zustande und Hillary ist bis heute überzeugt, es waren die Russen und erzählt das auch immer wieder. Für sie ist ja auch Trump ein, Marionette Putins, Putins Puppet. Ja, also die Frau, okay. Können wir vielleicht ein bisschen in der Geschichte noch zurückgehen und uns allen erklären, wie WikiLeaks eigentlich gegründet worden ist, wann das war, was da ursprünglich eigentlich die Projekte waren, die Julian Assange gemacht hat, sodass man ein bisschen sieht, in welchem Milieu das stattgefunden hat. Also der Julian hat mit 14 auf dem Commodore 64 sich selbst beigebracht, wie man programmiert. Und mit 16 oder 17 hatte er noch mit zwei Kumpels, die da auch so drauf waren, haben sie die Gruppe International Subversives gegründet. Also drei Teenager, die jetzt so ein bisschen nerdmäßig schon schlau sind und die feststellen, sie kommen ja eigentlich überall rein. Also damals gab es noch keine großen Sicherungen in den Computern. Gilt im Übrigen ja auch für Edward Snowden, der als 14-Jähriger in die Atomenergiebehörde in Los Alamos und die dann hingewiesen hat, dass sämtliche ihre Daten offen im Netz liegen und so weiter. Also die Jungs waren da relativ früh dabei und Assange hat mit seinen zwei Freunden da begonnen, sich alle möglichen Computer anzugucken, also einzubrechen und zu schauen. Sie waren auch im Pentagon und bei Banken, Universitäten und so weiter. Computer waren relativ ungesichert zu der Zeit und diese jungen Burschen haben sich da überall umgetan. Und das fiel natürlich auf, aber man kam ihnen irgendwie nicht drauf. Und irgendwann wurden sie aber doch erwischt. Und das gab dann ein Strafverfahren wegen Hacking. Und Assange war sozusagen der Kopf der Gruppe. Und er hat dann am Ende das auch zugegeben, dass er in 16 verschiedene Computer eingebrochen ist. Und der Richter hat ihn dann am Ende, das lief über 3, 4, 5 Jahre,
verurteilt zu 2000 australischen Dollar, was nicht so viel ist, mit der Begründung, ja, er sei zwar überall eingebrochen, auch bei Banken und so weiter, aber er hätte nie was geklaut, es sei rein wissenschaftliches Interesse gewesen, was ihn zu diesen Einbrüchen so ging dies und dann hat er WikiLeaks gegründet, die Jahreszahl habe ich gerade nicht genau im Kopf, ich kann es aber nachgucken, oder guck du mal gerade nach, steht hier vorne, ist irgendwie eine Liste drin, 2007. Und was ist WikiLeaks? WikiLeaks ist eine Plattform, auf der Whistleblower Material hinterlegen können. So, und zwar anonym. Und diese Anonymität ist zentral wichtig für jeden Whistleblower, weil er läuft ja Gefahr, dass er seinen Job verliert oder angeklagt wird, wenn rauskommt, dass er diese Dokumente dort publiziert hat. Assange wollte und will seine Informanten am besten überhaupt nicht kennen. Er will gar nicht wissen, wer das ist. Weil nur so ist der Whistleblower wirklich gut geschützt. Wenn ich nicht weiß, als WikiLeaks-Macher, wer mir das Material hier gegeben hat, dann kann ich ihn auch nicht verraten. Ich kann auch nicht erpresst werden oder mit Gewalt gezwungen werden, den Menschen zu verraten, wenn ich ihn nicht kenne. So, was hat jetzt WikiLeaks gemacht? Sie haben nichts anderes getan, als sich diese Dokumente anzuschauen und die Echtheit zu überprüfen. Also, ist das jetzt tatsächlich ein Dokument vom so und so Außenministerium oder ist das ein Dokument von einer kenianischen Ölgesellschaft, ist das Dokument echt? Sie haben nicht die Inhalte redigiert oder kontrolliert, sondern haben geschaut, sind die Dokumente echt? Und es gilt, und das hat ihn dann ja auch dazu oder zu dem Zerwürfnis geführt zwischen WikiLeaks und den großen Medien, die ja lange mit ihm zusammengearbeitet haben, dass Assange gesagt hat, so, wenn ein Whistleblower uns das Material zur Verfügung gestellt hat, Dokumente, und wir haben unseren Job gemacht, der besteht darin zu überprüfen, sind die Dokumente echt, dann werden die Dokumente komplett publiziert. Und wir streichen nur Namen von Menschen, die da gar nichts mit zu tun haben, die da zufällig mit in dem Dokument stehen. Ansonsten redigieren und kürzen wir da gar nichts. Wir haben ein radikales Transparenzprinzip und das hat zu dem Zerwürfnis dann mit dem Guardian und mit der New York Times und mit dem Spiegel geführt, die ja mit Assange nach dem Collateral Damage Video und auch schon vorher zusammengearbeitet hatten, wegen der Afghan-Logs, also den Papieren aus dem Afghanistan-Krieg, aus dem Irak-Krieg, die sind im Spiegel und in anderen Großmedien erschienen. Er hat dann in England mit den Redakteuren vom Guardian dran gearbeitet und da kam es dann zum Krach. Ich nenne hier im Buch oder zitiere so ein kleines Beispiel, wo das ganz gut klar wird. Bei diesen diplomatischen Cables, also diesen diplomatischen Depeschen, die auch auf WikiLeaks erschienen sind, war eine dabei aus Bulgarien. Der US-Botschafter in Sofia schreibt über 8 Seiten nach Hause an sein Außenministerium. Und berichtet da, dass quasi die 90% der bulgarischen Regierung korrupt sind. Und berichtet nicht nur das einfach so, sondern mit Namen, wer von wem Geld kriegt, welcher Mafioso, welcher Oligarch irgendwie wo seine Finger drin hat. Das berichtet er ausführlich an seine Heimat, an das Außenministerium in Washington. So, und das ist dieses Kabel. Und darüber haben die dann geredet, Guardian-Redakteur und Assange, und haben gesagt, ja, aber das hier und der Name hier, können wir den veröffentlichen? Und am Ende kommt, ich zitiere das dann hier auch im Buch, kommt dann im Guardian dieser Artikel über die Korruption und Korrumpierung der bulgarischen Regierung. Und es steht nur noch ein einziger Name drin und das ist ein russischer Oligarch.
dass der irgendwie so ein Russen-Mafioso da irgendwie diktiert. Die anderen Dutzenden, die da auch mitmachen, von überall her, auch zum Teil westliche große Unternehmen, das ist alles draußen. Und da flippt Assange aus und sagt, hör mal, wir haben doch was ganz anderes besprochen, was macht ihr denn da? Ja, sagt dann der Guardian-Redakteur, ja, du kennst dich ja wohl auch mit den Geflogenheiten der Presse nicht so aus. Wir können ja nicht einfach sowas veröffentlichen, da werden wir verklagt und so. Also mit faulen Ausreden begründet der Guardian-Redakteur da diese gekürzte Sache. Und das führt zum Bruch dann zwischen WikiLeaks und den großen Medien. Weil, und das ist eigentlich ganz klar, ja, wenn man so radikal rangeht wie Assange, ja, dann kann man eben nicht mehr die Geschichten steuern. Dem Guardian passt es dann, wenn, was weiß ich, irgendein russischer Mafiosi da vorkommt, der wird dann auch mit Namen genannt, aber die bulgarischen und ungarischen und sonstigen Gangster oder ja, Oligarchen, die werden rausredigiert. Ja, aus Angst vor Klagen. Ist es zum Zerwürfnis gekommen und so wurde dann dem Julian und WikiLeaks vorgeworfen, ja, ihr seid ja unverantwortlich, ihr seid ja keine Journalisten, ihr habt Blut an euren Händen, da sind ja Menschen, kommen ja in Gefahr. Gibt eine andere Diskussion, wo Assange mit dem Guardian-Redakteur über ein Afghanistan-Ding redet und der sagt, ja, aber hier der Bürgermeister hier von irgendeiner Stadt in Afghanistan, der hat mit den US-Truppen zusammengearbeitet. Den Namen müssen wir aber streichen, sonst kriegt der Ärger mit den Taliban. Und Assange sagt da, naja, also wer mit der Besatzungstruppe zusammenarbeitet, den sollte man schon nennen. Ja, also das ist dieser Streit und es wird ihm vorgeworfen und das ist so ein weiterer ganz wichtiger Punkt neben der Vergewaltigung, neben Russland und Trump-Freundschaft, die behauptet wird. Er hat Blut an seinen Händen. Das ist ja unverantwortlich, was WikiLeaks macht. Die veröffentlichen Dinge und dann geraten unsere Beamten und Gott weiß, was für Unschuldige, die geraten schwer in Gefahr. Und deshalb sind wir ordentlichen Journalisten. Ja, wir nehmen ja, wir machen ja und so. Okay, das ist die Behauptung, die immer noch in den Medien kursiert. Und dann hat das Pentagon, also den Auftrag gegeben, so. Als sie dem Assange dann 2010 an die Wäsche wollten, und sie sagt, so, jetzt recherchiert mal bitte, Pentagon, wer ist denn in Gefahr gekommen oder ist irgendjemand ums Leben gekommen oder sonst was wegen Veröffentlichung von WikiLeaks? Hat das Pentagon ja ein großes Interesse daran, wenn sie das publizieren, ja, das spricht ja für sie und gegen WikiLeaks. Sie haben nichts gefunden. Kein einziger Fall ist dokumentiert, dass durch die WikiLeaks-Publikation irgendjemand in Gefahr gebracht worden ist. Es ist tatsächlich nicht so, dass Assange Blut an den Händen hat und so, sondern Blut an den Händen haben die anderen, ja, die ja Collateral Murder durchgehen lassen von den Schützen, die da 15 Zivilisten einfach abknallen, ist nie jemand angeklagt, ja, die haben Blut an den Händen, aber nicht die Leute, die wie Assange diese Dinge veröffentlicht haben. Ja, sehr interessant finde ich, weil es letztlich läuft es aus dem hinaus, dass man sagt, die Mainstream-Medien, für die ist zu viel Wahrheit eigentlich nicht zumutbar. Und das ist natürlich für viele Leute schon eine Erfahrung, die sie auch gemacht haben, wenn sie benutzen oder konsumieren. Aber letzte Nachfrage zu dem Komplex, wie lang hat eigentlich diese Kooperation zwischen den drei großen, im deutschen Sprachraum der Spiegel, in den USA, den New York Times, in Großbritannien, den Guardian und WikiLeaks funktioniert. Das hat ja doch ein paar Jahre funktioniert. Das ging dreieinhalb Jahre etwa, ja. Und so wurde ja Assange sozusagen auch zum Star, kann man sagen, ja. Und dann wird immer, das höre ich auch immer wieder, ja, von Leuten, die ihn kennen, aber der ist so eine narzisstische Persönlichkeit und dem ist das alles zu Kopf gestiegen. Was ja auch sein kann, er war ja da auch noch ein junger Mann, ja. Das will ich auch alles gar nicht abstreiten. Was man ganz klar sehen kann, ist, dass
der Grund für das Zerwürfnis, nachdem man gut zusammengearbeitet hat. WikiLeaks hat ja nicht nur Dinge aus den USA, sondern auch aus Afrika, sogar später aus Russland und so weiter. Ganz verschiedene Länder. Die USA sind natürlich irgendwie sozusagen die Hauptbetroffenen, aber sie sind ja auch die Hauptweltmacht, die am meisten Schweinereien begeht. Ja, dann kommt man eben auf so einer Plattform auch am häufigsten vor. Assange hat auf dieser Transparenz, die ich eben benannt habe, bestanden. Und die Journalisten auf der anderen Seite, die wollen Geschichten. Guckt doch mal, es gab noch zwei andere wichtige Leaks. Es gab die Panama Papers, die sogenannten, und es gab die Edward Snowden Leaks. Ja? Und beide sind eben nicht bei WikiLeaks gelandet, sondern der Edward Snowden beschreibt das auch schön in seinem Buch. Kann ich im Übrigen sehr empfehlen. Permanent Record ist ja jetzt überall in den Bestsellerlisten, ist wirklich ein gutes Buch. Und sagt, ja, ich wollte das nicht WikiLeaks geben. Ich wollte, dass da ordentliche Journalisten das Material bearbeiten und publizieren. Und dann hat er das dem Glenn Greenwald und der Laura Poitras zur Verfügung gestellt. Es sind einige Sachen daraus erschienen, aber diese Plattform Intercept von Glenn Greenwald, die hat dann jetzt vor einem halben Jahr oder 4 Monaten mitgeteilt, wir können leider die Snowden-Leaks nicht mehr weiter publizieren, weil uns fehlt das Geld für die Bearbeitung. Der Laden gehört dem eBay-Gründer, wie heißt er noch, Eudemar oder so ähnlich, also so ein Milliardär. Ja, also der hat jetzt kein Geld mehr, die Snowden-Leaks zu verarbeiten. Von den Panama-Leaks, die sind bei der Süddeutschen Zeitung und auch, glaube ich, Guardian und noch ein paar Zeitungen, ich weiß nicht, ob hier in Österreich auch, gelandet. Da sind 2% der Akten veröffentlicht worden. 2%, ja. Und der Rest, so. Ja, und das ist genau der Unterschied. Bei WikiLeaks wären 100% publiziert worden. Wenn du das einem Journalisten in die Hand drückst, das Material, was du als Whistleblower hast, ja, und der Journalist ist Teil einer Institution, eines Senders, einer Zeitung, eines großen Mediums, dann wird dieser Journalist das nie komplett veröffentlichen, sondern es wird dann sozusagen ein Narrativ daraus gebastelt. Bei den Panama-Leaks kamen nur russische Oligarchen vor und böse Putin-Freunde, dass da noch ein Haufen anderer und auch in Luxemburg und sonst wo drinstecken, das hat man alles nicht gelesen. Ja? Und das ist der radikale Unterschied zwischen WikiLeaks und anderen Plattformen. Ja. Ja, aber es ist natürlich auch interessant, diese unterschiedliche Herangehensweise, weil du hast es ja selber gesagt, in dem Moment, wo WikiLeaks mit New York Times, Spiegel und Guardian zusammengearbeitet hat und da die da einen Sukkus draus gezogen haben, haben die natürlich in dem Sinn doch mehr Leute erreicht, weil sie eben das Ganze komprimieren konnten und den Leuten erspart haben, sich da durchzuackern. Genau. Ja, mit einer irren Kraftanstrengung, die nur den wenigsten gegeben ist. Also in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns da. Ne? Das Problem für Assange war ja, als das dann sozusagen 2007 gegründet und hat so 1-2 Jahre gedauert, dann wurde WikiLeaks bekannt. Immer mehr Whistleblower haben Material zur Verfügung gestellt, aber er hat ganz schnell gecheckt, ja, es nützt ja nichts, irgendwelche Dokumente unkommentiert einfach zu publizieren. Das heißt, du musst die bearbeiten. Deshalb ist er ja zu den Medien gegangen, vielleicht ein bisschen naiv, hat noch geglaubt, es seien wirklich Journalisten, ja, und keine, ja, na, ich sag mal nix. Weil du brauchst, was nützt dir das Material, wenn du niemanden hast? Jetzt, ich habe vorhin so ein Beispiel aus Bulgarien genannt. Ja, da brauchst du natürlich jemanden, der sich da so ein bisschen auskennt. Wenn du so ein Dokument hast, ja, der muss das kommentieren, der muss das einordnen, der muss den Kontext herstellen. Das ist journalistische Arbeit und die konnte WikiLeaks gar nicht leisten. Sie hatten ja dann Geld, sie haben auch Spenden gekriegt. Gut, dann hat man versucht, ihnen den Account abzudrehen und so, aber sie hätten Leute einstellen können. Aber Assange hat mal gesagt, ja, wir hatten ein Problem. Wenn ich jetzt eine Anzeige aufgebe, hallo, ich suche Leute für Recherchen, Experten für bum, 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 bum,
ja, dann schicken mir die Geheimdienste doch die Leute. Das heißt, die Personalakquise war ein gewisses Problem. Wenn du so ein Projekt machst wie WikiLeaks, dann geht das nur auf einer ja, Vertrauensbasis oder sonst wie, aber mit fremden Leuten, die dir geschickt werden, kannst du nicht so wie in irgendeinem anderen Job arbeiten, weil die kommen dann mit Sicherheit von der CIA oder von irgendeinem anderen Dienst. Und das war sein Problem. Und deshalb ist er überhaupt nur zu den großen Medien gegangen, weil er zu wenig, weil die waren 5, 6, 8 Leute. Wie willst du da dieses Material bewältigen? Ja? Und das hat sich ganz schnell rausgestellt, dass du, dass ein Whistleblower, der dir Sachen zur Verfügung stellt, nur die halbe Miete ist. Wenn du damit was erreichen willst, dann musst du auch nicht nur das Material veröffentlichen, sondern musst es in einen Kontext stellen. Und das ist eine journalistische Arbeit. Ja, und, ja genau. Ich hätte noch ganz gern zwei so Themenkomplexe kurz mit dir besprochen, bevor wir dann auch allgemein diskutieren. Das eine ist diese Repression, die WikiLeaks erfahren hat. Wir haben schon damit angefangen, dass es 2010 letztlich begonnen hat mit diesem Collateral Murder Video online stellen. Und dann zum Schluss vielleicht noch ein bisschen über die Solidarität, weil die ist ja jetzt auch ein bisschen im Wachsen begriffen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dieser Repression sagen. Es ist schon dort und da gefallen. Also von dem Beginn der Verfolgung nach dem Veröffentlichen dieses einen Videos aus dem Irakkrieg bis hin zu finanziellen Aushungerungen. Ich glaube, PayPal war die erste große internationale Bank, die das Konto gesperrt hat, also Visa und so weiter. Wie lange hat es gedauert? Was ist da passiert mit den Menschen, die trotzdem gespendet haben? Was ist mit dem Geld passiert? Dann vielleicht noch ein bisschen so auch diese Verleumdungen, die er erfahren hat, schon angedeutet. Also so die, ein bisschen eingeteilt, welche Repressionsmaßnahmen sind da auf ihn speziell, weil er ist ja jetzt sozusagen auch der Mensch, der dafür gerade steht und leider im Gefängnis sitzt. Naja, also wie gesagt, die Hardcore-Repression fängt an nach dem Collateral Murder-Video, ja. Die Kontensperrung, dass man versucht, sie ihn finanziell auszutrocknen. Es gibt in Deutschland die Wau-Holland-Stiftung. Der Wau-Holland ist der Gründer des Chaos Computer Clubs gewesen. Und der ist dann leider sehr früh irgendwie gestorben. Und da gibt es jetzt eine Stiftung und die hat dann WikiLeaks sozusagen auch die ganzen Jahre so mit einer Basic-Finanzierung ausgestattet. Und es existiert ja bis heute, WikiLeaks gibt es noch. Ja. Ich meine, gut, im Moment haben sie das Thema, unser Gründer sitzt im Knast, den müssen wir erstmal freikriegen, aber es gibt noch die Repression lief dann eben, du hast es angesprochen, vor allen Dingen, und wir haben es hier im Buch drin von der Caitlin Johnston, eine australische Kollegin, die das wunderbar dargestellt hat, die Widerlegung sämtlicher Verleumdungen. Also es gibt dann ein ganzes Dutzend von Diffamierungen und Verleumdungen, die in Geschichten immer wieder in den Großmedien auch aufgewärmt werden, immer wieder zwischen den Zeilen. Heute lese ich oder gestern lese ich auch wieder irgendwo in der deutschen Zeitung. Mittlerweile ist das Verfahren in Schweden verjährt. Nee, das ist nicht verjährt. Das Verfahren ist eingestellt. Das Verfahren war von Tag 1 an fake und fingiert. Ja? Das schreiben sie immer noch nicht, ja? Also die Zeitung. Und diese Verleumdung, dann bis auch am Schluss, dass er ja seine Katze schlecht gefüttert hat und so weiter und so weiter. Die ziehen sich immer noch durch. Ganz zentral, und das wird auch jetzt dann nächste Woche, wenn das Verfahren losgeht, sicher von den Anwälten nochmal thematisiert werden. Und das wäre ein weiterer Grund, das Verfahren sofort einzustellen und den Mann freizulassen.
Seit dem Regierungswechsel in Ecuador und seit der neue Präsident da am Ruder ist. Mit dem schönen Vornamen. Mit dem schönen Vornamen, der gar nicht passt, Lenin. Der hat dann veranlasst, dass eine spanische Firma, die das Zimmer, in dem Assange gelebt hat, Sie müssen ja wissen, der hat kein einziges Mal das Haus verlassen. Er musste sich das Essen aus dem Restaurant bringen lassen. Er konnte nicht zum Zahnarzt sich röntgen lassen, weil ihn dann die Briten sofort hops genommen hätten. Also er hat da fast 9 Jahre in dem Zimmer zugebracht. Und das haben die Spanier dann also im Auftrag der ecuadorianischen Botschaft, eine spanische Firma hat dieses Zimmer inklusive der Dusche und der Toilette komplett verwanzt. Und hat alle Menschen, die da zu Assange kamen, auch die Anwälte, abgehört und beobachtet. Und man muss kein Jurist sein, um zu verstehen, dass eben dieses Geheimnis sozusagen des Gesprächs zwischen Anwalt und Klient, dass das ganz essentiell ist für ein faires Gerichtsverfahren. Ja, wenn ich den Anwalt und den Angeklagten permanent belausche und abhöre, ja, das ist kein Gerichtsverfahren mehr. Eigentlich schon allein, es läuft im Moment in Spanien ein Verfahren gegen diese Firma, die das im Auftrag der ecuadorianischen neuen Regierung gemacht hat da. Und das werden die Anwälte von Assange sicher auch einbringen, weil das ist eigentlich wäre der Fall damit erledigt. Das darf nicht sein, dass Gespräche von Angeklagten und Rechtsanwalt heimlich belauscht werden. Ja? Wie gesagt, müsste man schon allein deswegen müsste man ihn morgen freilassen oder beziehungsweise sagen, sorry, dieses Verfahren können wir nicht führen. Das sind Voraussetzungen, die kein rechtsstaatlich okayes Verfahren mehr zulassen. Ja. Noch kurz zurück zu dieser finanziellen Ausdünnung, also das Kontosperren. Kann man jetzt eigentlich zum Beispiel spenden an WikiLeaks? Ja, oder? Ja, man kann wieder. Und es ist, wie gesagt, es ist kein, ich glaube, es ist jetzt nicht das Problem von zu wenig Geld. Es gibt ja große Unterstützung für ihn. Und in den letzten Tagen und Wochen, und wir haben schon eingangs den Nils Melzer erwähnt, ich kann Ihnen auch nur noch mal raten, das Interview mit ihm, was auf dem Schweizer Magazin republik.ch erschienen ist und auch im Stern dann nachgedruckt wurde, wo er das nochmal seine Recherchen und sein Ergebnis, Dings nochmal ganz klar sagt. Und da ist auch mir so klar geworden, der eigentliche Skandal, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, das ist ja nicht, dass die amerikanische Regierung oder überhaupt Staaten, Regierungen, Offizielle, dass die ein Problem haben mit einer Plattform wie WikiLeaks. Das ist nachvollziehbar. Wenn ich in der Regierung bin und da ist so eine Plattform und die veröffentlicht, was weiß ich, meine Ungereimtheiten, Schweinereien und so, das will ich nicht haben. Ja? So. Also, dass die Staaten was gegen WikiLeaks haben, das kann man zumindest nachvollziehen und verstehen. Was ich aber nicht verstehen kann seit 10 Jahren, dass die Medien, die Journalisten, wir sind doch als Journalisten, deshalb haben wir in der Verfassung besondere Rechte, wir sind der sogenannte Wachhund der Demokratie, wir sind die vierte Säule, wir sollen in einer repräsentativen Demokratie, ist die Macht nur verliehen und diejenigen, die sie geliehen kriegen, die müssen überprüft werden und zwar von der Presse. Deshalb hat die Presse besondere Rechte, deshalb ist die Pressefreiheit ein zentrales Gut jeder Demokratie. So. Und dass seit 10 Jahren kein Medium, kein Großmedium, kein großer Sender, kein Journalist, abgesehen von kleinen alternativen Kanälen und so weiter, das thematisiert hat,
dass keiner diese Recherche gemacht hat, kein Journalist, kein sogenannter Investigativer, was weiß ich, ja, sondern erst der Folterbeauftragte der Vereinten Nationen kommen muss, um sich diesen Fall mal anzuschauen und festzustellen, hey, das ist doch von vorne bis hinten fake hier, diese Anzeige aus Schweden und diese ganze Verfolgung seit 9 Jahren. Dass kein Journalist darüber berichtet, dass in England in 3 Instanzen verhandelt wurde, über die Auslieferung nach Schweden. Assange war zu der Zeit mit einer Fußfessel irgendwo bei einem befreundeten Menschen auf dem Landgut da. Über 3 Instanzen wird verhandelt über das schwedische Auslieferungsverfahren ersuchen. Und die Anwälte von Assange sagen von der ersten Verhandlung an, hallo, das Auslieferungsantrag hier, der ist ungültig, weil der ist von der Staatsanwältin unterschrieben. Und laut Auslieferungsrecht muss das eine Judicial Authority, ein Gericht sein, ein Richter. Kann nicht jeder Staatsanwalt einfach irgendeine Auslieferung beantragen. Das müssen Gerichte tun, laut europäischen Auslieferungsgesetzen. So, und die ersten 2 Instanzen sagen, nö, nö, das ist schon in Ordnung. Dann landen sie beim Supreme Court, beim höchsten Gericht, in der dritten Stufe und dritten Instanz. Und da sagt der Richter am Ende zu den Anwälten, ja, ja, Sie haben schon recht, Judicial Authority, das ist ein Gericht. Also Gerichte müssen Auslieferungsanträge ersuchen, stellen. Aber wenn wir die französische Übersetzung hinzuziehen, da steht nicht mehr, da steht Autorité judiciale, da sind auch Staatsanwälte mit einbegriffen und deshalb ist das gültig. In dem Moment hat Assange sich in die Botschaft von Ecuador geflüchtet, weil er gemerkt hat, hier geht es nicht nach Recht und Gesetz zu, hier wird eine Rechtsbeugung vorgenommen. Es wird also, da nimmt ein britischer Richter nimmt eine französische Übersetzung und sagt, ja, ja, wenn wir es aber auf Französisch übersetzen, ist es schon in Ordnung. Englisch geht es nicht, aber Französisch. In dem Moment musste er überhaupt erst fliehen. Und es wird in den Zeitungen auch immer noch geschrieben, ja, er hat sich vor der Verfolgung in Schweden in die Botschaft geflüchtet. Nein, er hat sich vor einem haarsträubenden Gerichtsverfahren, was mit winkeladvokatischen Argumenten ihn auf jeden Fall am Schlafittchen kriegen will. Vor dem hat er sich geflüchtet. Er war zu zutraulich unserem Rechtsstaat. Und ich sage auch, ja, auch hier nochmal ganz klar, wer mit dem Rechtsstaat und der Verfassung, und die ist ja in Österreich ähnlich wie in Deutschland, noch irgendetwas am Hut hat, der kann nicht dieses Auslieferungsverfahren durchgehen lassen. Das ist weder rechtsstaatlich noch verfassungsmäßig in irgendeiner Weise in Ordnung. Ja, jetzt ist aber doch, finde ich, ein bisschen so in letzter Zeit ist es gelungen. Ich glaube, das hat sehr stark zu tun mit dem Besuch von Nils Melzer als UN-Sonderbeauftragter gegen Folter im Gefängnis, so eine Solidaritätsbewegung anzuzünden. Sehe ich das falsch? Also wir haben mittlerweile zum Beispiel einen großen Aufruf von deutschen Intellektuellen, von Günter Wallraff für Sven Dagelein, die linke Abgeordnete, bis hin zu zigtausend anderen, die einen Aufruf unterschrieben haben, Julian Assange auf der Haft entlassen. Sigmar Gabriel ist auch dabei. Wir haben die Parlamentarische Versammlung des Europarates, nicht zu verwechseln mit der EU-Parlament, also dort, wo 47 Staaten vertreten sind, die sich auch für die Freilassung von Julian Assange ausgesprochen haben. Also das finde ich sozusagen das allerweitestgehende bislang. Und wir haben Veranstaltungen wie diese und viele, viele andere. Hast du den Eindruck, dass ein bisschen etwas kippen könnte zugunsten von Julian Assange? Oder bin ich einfach ein unverbesserlicher Optimist? Nee, ich habe auch den Eindruck, also wie jetzt die britischen Richter dann final da entscheiden werden, dafür möchte ich meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen. Aber dass in den letzten Monaten da etwas in Bewegung gekommen ist und dass auch zumindest hier und da in den großen Medien der eine oder andere Kollege sich diesen Fall mal wirklich länger als 5 Minuten angeguckt hat,
und festgestellt hat, das kann doch nicht sein. So ähnlich wie der Nils Melzer. Er erzählt das sehr schön in dem Interview, dass er die Anwälte von Julian, die hatten ihn zweimal angesprochen schon. Hier, Sie müssen da mal gucken, das ist doch nicht in Ordnung, was da läuft. Sie sind doch hier der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen. Und er hat das abgelehnt. Er sagte, ja, ich hatte auch so, ach ja, hier komischer Vergewaltiger, ja, und die Russen und Trump und also, der war ihm nicht geheuer, ja. Und Melzer hat zweimal das gesagt, als die Anwälte ihn angefragt haben, gesagt, ach nee, so. Und sagt, weil er auch beeinflusst war von dieser ganzen Desinformation und Diffamierung. Und dann sagt er, ja, und dann habe ich mir das angeschaut und da konnte ich es kaum fassen. Und das hat wirklich kein Journalist gemacht. Und jetzt habe ich so das Gefühl, in den letzten Wochen und Monaten haben endlich mal, und da ist der Bericht von Melzer aus dem letzten Mai und auch die Statements, die er gegenüber verschiedenen Ländern und auch Medienorganen gemacht hat, die haben, glaube ich, da den Ausschlag gegeben, dass der eine oder andere Journalist jetzt endlich seinen Job mal ernst nimmt und sich diesen Fall mal anguckt und dann auf einmal eben dasselbe feststellt wie der Folterbeauftragte. Das kann doch gar nicht sein. Ja? Und deshalb sind jetzt eben dann eben auch Berichte im ZDF, in der ARD, die zum ersten Mal seit 10 Jahren journalistisch an das Thema rangehen. Also versuchen, objektiv darzustellen, was ist denn hier passiert und worum geht's, anstatt diese Desinformation und Diffamierung immer weiter zu treiben. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, eben Solidarität zu üben. Die Mahnwachen, die in allen Städten stattfinden, die haben, soweit ich es mitkriege, auch ein bisschen zugenommen. Also, dass da mehr Leute kommen. Ja, jetzt am Anfang waren das nur 10 oder 20 und jetzt sind es 50 oder 80 und so. Und nächste Woche werden es hoffentlich noch mal mehr, weil eben jetzt die Medien berichten, weil selbst solche Schnarchpolitiker wie Sigmar Gabriel oder Peter Gauweiler oder wie die da auf der Liste stehen, die der Günther Wallraff gemacht hat, das ist die Anzeige hat übrigens der Wallraff initiiert und auch finanziert, das kostet ja ein Schweinegeld, da sich so eine Seite in der FAZ zu kaufen. Und ich finde es gut, dass da jetzt zumindest mal ein paar aufgewacht sind, sowohl in den Medien als auch in der Politik. 17 Abgeordnete der Deutschen Linkspartei haben Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden für den Friedensnobelpreis nominiert. Und ich finde, das wäre eine saubere, gute Lösung, wie man auch den Briten es ein bisschen einfacher machen kann, den Jungen freizusprechen. Wenn der jetzt den Friedensnobelpreis bekäme mit den beiden anderen, die ja wirklich, gut, der Preis ist natürlich kontaminiert. Henry Kissinger hat den schon mal gekriegt und zu Obama sage ich auch nur Friedhofs-Nobelpreisträger, ja, weil der ja mehr Bomben abgeschmissen hat. Naja, egal. Das wäre jedenfalls eine gute Aktion, finde ich. Und es sind jetzt sogar in der letzten Woche 2 australische Parlamentsabgeordnete von 2 verschiedenen Parteien, und war nur Hinterbänkel, aber sowohl ein Liberal-Konservativer als auch ein Sozialdemokrat ins Gefängnis zu Assange gefahren, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist ja auch eine Wende in Australien, weil sie immer in Australien, ja, bis jetzt Australien um den überhaupt noch nicht gekümmert. Genau, da ist ja auch so ein, wie heißt er noch, dieser Präsident, das ist ja auch, der ist ja noch schlimmer als Trump, ja. Wie heißt er denn? Ja, also eine, wirklich eine Gestalt, ja, jetzt auch mit diesen Bränden und so, habt ihr ja mitgekriegt. Und dann ist das Murdoch-Land, also sozusagen die ganzen Medien und die ganze Presse ist da verseucht von Murdoch. Der Vater setzt sich stark dafür ein, dass Julian ja von seinem Land Asyl erhält. Es gibt in der Schweiz eine Initiative von Juristen und Juristinnen. Nils Melzer wird demnächst auch vor dem Schweizer Bundesrat nochmal gehört werden. Und ich sage immer und sage es jetzt auch, also ich finde, wir müssen dem in Deutschland Asyl geben, dem Edward Snowden am besten auch, und ihn zum Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung machen.
Ja, weil das ist, mit Daten kennt der Junge sich aus, da hat er mehr drauf als diese Flachpfeifen, die da bei uns sitzen jetzt, ja. Und das wären zwei, Snowden und Assange. Ja, dann würde ich mich wieder sicher fühlen, wenn ich google, wenn die... Ja, danke mal fürs Erste. War auch ein wunderbares Nicht-Schlusswort. Und wie es im Aktionsradius Augarten so schön üblich ist, werden wir jetzt eine Publikumsdebatte machen. Mein Vorschlag ist, dass wir immer 3-4 Wortmeldungen nehmen und die zusammenfassen. Gut, ich habe schon 3 und ich komme mit dem Mikro. Ja, da ist ein versteckter Herr. Habe ich gesehen, aber ich fange hier mal an. Ja, bitte. Sie sind dran. Ah, danke. Und zwar ist meine Frage, wie halten Sie es für möglich, nachdem Amerika ja jetzt nicht zimperlich ist bei den Methoden, Staatsfeinde auszumerzen, dass in einem Gefängnis, wo Schwerverbrecher auch einsitzen, da noch nicht ein sehr brutaler, bedauerlicher Streit entstanden ist? Wo halt Leute krepieren, die sich dann nachher nicht mehr rechtfertigen können, wie es passiert ist. Bisschen spezifizieren, ich habe es nicht ganz verstanden, was Sie meinen. Und zwar, was Ihrer Meinung nach, ja, die Umstände sind, dass es Amerika noch nicht geschafft hat, einen erklärten Staatsfeind in einem Gefängnis, wo Schwerverbrecher sitzen, ja, dafür zu sorgen, dass es leider zu einem Streit kommt, wo der Assange stirbt. Okay. Ach so. Ja. Ja. Okay. Mein Name ist Franz Birba. Ich habe mit diese Mahnwache, waren wir von DiEM25 auch dort aktiv und der Assange ist ja sozusagen in unserem Beirat und wird besucht. Also es ändert sich was. Und ich hoffe, das wird auch gut, wird besser ausgehen, obwohl ich nicht sehr optimistisch bin. Was mich aber so wundert, wo ich gerne Ihre Meinung hätte, wie kommen Staatsanwälte, also wenn man den Melzer-Bericht liest, kann ich jedem raten, wie schaffen es sozusagen, ich würde sagen, der Geheimdienst der USA, in Schweden die Staatsanwälte und in England die Richter zu bearbeiten, nämlich geschickt zu bearbeiten. Ich weiß, wie es geht, weil es aus der Pharmaindustrie geht, da geht es auch so. Also man weiß, wie Lobbying seit dem Jugoslawienkrieg, weiß man, wie so Lobbying funktioniert. Offenbar, und das glaube ich, sollten alle verstehen, ist es wirklich möglich, die ganze Welt an der Nase herumzuführen, inklusive die Justiz, gezielt zu beeinflussen, wenn man so zum Krieg führt, wie die USA. Ja. Da hätte ich gerne Ihre Meinung dazu. Ja, Matthias, so, okay. Eine Frage noch. Ja, ja, bitte. Na, macht nur die 2. Ja, danke. Ich habe eine Frage konkret zu dem EU-Auslieferungsgesetz, das Sie jetzt ein paar Mal erwähnt haben. Und zwar ist ja Großbritannien nicht mehr in der EU dabei oder demnächst nicht mehr dabei. Ändert sich da was im Auslieferungsverfahren für Julian Assange? Ja, das, ja, okay. Und eine Frage noch. Ich möchte gern wissen, hat sich Amnesty International mit dem Fall befasst? Okay. Okay, ja. Ist eine ganze Reihe von Fragen. Ich gebe sie dir quasi, okay. Ja, also von der Jane Bürgermeister, das haben wir mitbekommen, dankenswerterweise. Dann war die eine Frage vom ersten Kollegen, vielleicht ein bisschen zynisch, aber warum die USA es nicht darauf anlegen oder nicht schaffen, Julian Assange im Gefängnis zu ermorden. Also dazu fällt mir eigentlich nur ein, dass Hillary Clinton ja sogar öffentlich zu seiner Ermordung aufgerufen hat. Ja, ja. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Das ist Hillary sehr hat ja gesagt, er can't we drone this guy. Ja, können wir da nicht endlich eine Drohne hinschicken? Also insofern besteht da schon ein Interesse. Am elegantesten wäre wahrscheinlich, wenn Julian Assange so die Jeffrey Epstein Selbstwortnummer bringen würde. Ja, da käme man am besten mit weg. Ja. Wie gesagt, er ist jetzt immer noch in einem Hochsicherheitsgefängnis, aber eben nicht mehr in der völligen Isolation, sondern jetzt auf der Medical, also auf der Krankenstation sozusagen, auf der normalen Krankenstation da, so dass er ja zumindest wieder ab und an einen Menschen sieht, ja, so. Und
Gut, die Frage hier war Amnesty International. Die haben mittlerweile, also ich erinnere noch mich an im letzten Oktober in Frankfurt bei der Buchmesse. Da habe ich auch eine Podiumsdiskussion gehabt, da in den Messehallen. Wir waren da gerade am Rand der Messehallen. Und daneben stand so, und die haben immer so einen Doppeldeckerbus da in Frankfurt stehen, die Amnesty so als Werbung. Ja, und bevor vor der Podiumsdiskussion bin ich dann nochmal vorbei. Und die hatten nichts. Mittlerweile haben sie irgendwie eine Erklärung gemacht, auch Reporter ohne Grenzen und einige Journalistenverbände und so weiter haben sich mittlerweile, toi toi toi, endlich mal geäußert zu dem Fall. Aber was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn das in einem anderen Land, und ja, Russland oder Dingsbum oder Hongkong, ja, wenn da jetzt sowas wäre, ja, da wäre ja nicht nur Amnesty, da wären ja die Kirchen und die Parteien und die Regierung also geschlossen dahinter. Das ist bei Assange seit 10 Jahren ausgeblieben. Langsam tut sich da was. Und was Sie eben gesagt haben, dass man wirklich, kann ich Ihnen auch alle nur empfehlen, lesen Sie sich diesen Bericht von Nils Melzer oder dieses Interview mit ihm auf republik.ch, übrigens ein empfehlenswertes Schweizer neues Journalismusprojekt, kostenlos, also auf Spendenbasis. Sehr gute Sachen, nicht nur zu dem Thema. Lesen Sie sich das durch. Dann ja, fällt es ihnen wie Schuppen aus den Haaren, ja? Was das für eine Schweinerei ist, die da mit Julian Assange veranstaltet wird. Aber konkret war die Frage, die konkrete Frage. Wer macht das? War, ja, das macht der. Ja. Also die konkrete Frage, ob es war vielleicht eher, ob es der Dollar oder die F-16 oder irgendwie die juristische Keule ist oder alles zusammenspielt. Wir sehen das doch nicht nur, Sie haben ja auch das schon genannt, Lobbyismus in allen Sektoren und allen Bereichen. Und bei der Justiz, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie es in England ist. Ich glaube, da ist es ähnlich wie bei uns. Die Staatsanwälte sind nicht unabhängig, ja. Staatsanwälte sind weisungsbefugt. Ja, ich weiß. Ist bei euch auch so hier? Ja. Also in Deutschland sind die Staatsanwälte weisungsbefugt. In Italien zum Beispiel sind sie das nicht. Deshalb müssen da Staatsanwälte, die gegen die Mafia ermitteln, die können nicht von oben gestoppt werden. Die müssen dann aber mit 10 Polizisten jeden Tag bewacht werden. Da werden ja auch etliche Richter dann oder Staatsanwälte gerne mal beseitigt. Ja. Die Justiz... ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber die Justiz ist eben auch nicht vollkommen unabhängig, ja. Und wenn da jetzt, also wenn man sich den Melzer-Bericht anschaut und jetzt nochmal in dem Interview, wo er das darlegt, wie das gelaufen ist, ja, das ist wirklich haarsträubend und so funktioniert's. Die Briten haben dann noch, nachdem der Auslieferungsverfahren Schweden lief, die Verhandlungen liefen schon, wo da um Judicial Authority und so weiter gestritten wurde. Da hat in Schweden noch mal ein anderer Justizbeamter oder höheres Tier auf diesen Fall geguckt und hat gesagt, Leute, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Das hat doch hier überhaupt keine Hand und Fuß. Wir müssen das stoppen, wir müssen die Ermittlungen einstellen. Dann haben die nach England ge-E-Mailt, hallo, wir wollen die Ermittlungen einstellen. Dann schreibt die britische Justizbehörde zurück, wagt es nur nicht, jetzt kalte Füße zu kriegen. Ja? Also das ist ja auch irgendwie ein klarer Beweis, Nils Melzer hat diese E-Mail sogar publiziert, ein klarer Beweis dafür, dass hier sich zwei Behörden absprechen, dass sie einen Delinquenten in den Knast bringen wollen und dass ihnen Gesetze und Recht und Ordnung in dem Moment völlig egal sind. Wie das passieren kann, welche Macht das Imperium
hier hat. Das, finde ich, kann man daran sehen. Wie es im Detail läuft, da bin ich auch überfragt, ehrlich gesagt. Ja? Aber dass es so läuft und dass es so funktioniert, guckt euch doch hier, also Edward Snowden hat aufgedeckt, dass das Handy von Angela Merkel abgehört wird. Ja, so. Und was macht die Merkel? Sagt, ja, unter Freunden ist das nicht in Ordnung. Ja, und zuckt mit den Schultern. Ja, so, so. Ja, unter Freunden. Ja, so läuft es. Und wir nehmen es auch, also unsere Regierenden nehmen das hin. Ja, sie nehmen ja auch Rammstein hin. Von wo aus der ganze Drohnenmord veranstaltet wird. Auf deutschem Boden soll nie wieder Krieg ausgehen, steht in der Verfassung, aber wir schicken jeden Tag Drohnen, die aus Rammstein gesteuert werden. Ja? Das wird doch einfach hingenommen. Es war noch eine sehr, finde ich, interessante und auch praktische Frage in dem Sinn, wie es Julian Assange gelingen könnte, aus dieser Auslieferungshaft rauszukommen, weil er jetzt quasi in einem EU-Land die Auslieferungshaft begonnen hat und jetzt Großbritannien ja mittlerweile aus der EU ausgetreten sind, was das für Folgen haben könnte. Ja, letztlich, wie gesagt, dieses Verfahren hier ist ein politischer Prozess. Also das ist kein krimineller Prozess. Es geht hier nicht um kriminelle Taten, es geht um Politik. Es ist Assange ist ein politischer Gefangener und deshalb kann er aber unabhängig davon, ob sich jetzt was ändert, ich muss gestehen, ich weiß es nicht, ob das, aber auch die Briten, ich habe so ein paar Auslieferungsfälle studiert, auch die Briten haben eine ähnliche Regelung. Die liefern auch nicht irgendjemand nach Somalia aus oder so, wenn die somalische Regierung da anfordert, der soll ausgeliefert werden. Ja? Also vergleichbare Regelungen gibt es auch in England. Ja? Aber gerade weil es ein politischer Prozess ist, ich glaube, das ist unbenommen, das würde fast niemand abstreiten wollen, ist es ja auch wichtig zu sehen, dass vielleicht das keine gute Botschaft ist, dass Assange jetzt in Großbritannien inhaftiert ist, in einem Land, was gerade aus der EU ausgetreten ist, was sich beispielsweise überhaupt nicht mehr verpflichtet fühlt. In irgendeiner Form sollte es sowas geben wie eine Europäische Union-Initiative zur Freilassung, an das gebunden fühlt. Also das, ja, heißt, es ist auch, und die neue Regierung mit Johnson und Co., die ist ja auch nicht gerade vertrauenserweckend, was das angeht. Also man hat ja eher so das Gefühl, dass Großbritannien jetzt so eine Art 43. Bundesstaat der USA wird, weil sie ansonsten auf ihrer verregneten, genau, Insel irgendwie, ja, gar nicht mehr klarkommen. Das, ja, ist eigentlich eine schlechte Botschaft, aber... Gut, bitte machen wir noch so eine Runde, wenn es noch Wortmeldungen, okay, gibt. Die Amnesty wurde schon beantwortet? Ja. Okay, gut. Danke. Einen schönen guten Abend, mein Name ist Barbara Waschmann. Ich habe zwei Fragen. Einen schönen guten Abend, mein Name ist Barbara Waschmann. Ich habe zwei Fragen und einen Hinweis. Ich habe gehört, dass nach der Veröffentlichung des Collateral Murder Videos im Jahr 2010 die USA ihre NATO-Verbündeten angewiesen hätte, einen Grund zu finden, unter dem Assange dingfest gemacht werden kann. Ich wollte fragen, ob Sie da mehr dazu wissen. Und ich wollte fragen, wenn, und ich bin dafür, dass Julian Assange besser gestern als heute freigelassen wird, nur sobald er freigelassen wird, wäre es dann nicht notwendig und erforderlich, dass er auch in ein Zeugenschutzprogramm hineinkäme. Und einen Hinweis zu Amnesty International, ich freue mich sehr, sehr, dass beim kommenden internationalen Protesttag am Montag, den 24., bei der Wiener Karlskirche die Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich auch eine der Rednerinnen sein wird. Und wir werden haben auch die wöchentlichen Mahnwachen, die immer dann am Stephansplatz stattfinden, mittwochs von 17 bis 19 Uhr. Danke. Ja, sehr gut. Also wie gesagt, dass die USA befreundete Länder aufgefordert haben, das weiß ich auch, die Details kenne ich aber nicht, was da gelaufen ist. Aber so wie das Ganze, wie der ganze Fall sich hier aufblättert vor unseren Augen, und Nils Melzer sagt das ja auch, er hat es noch nie erlebt, dass mehrere Länder, in dem Fall Schweden, UK und USA, in einer konzertierten Aktion sowas durchziehen. Sowas nur gegen eine Person, nämlich Assange, gerichtet. Sowas hat er noch nicht erlebt. Also das ist gelaufen. Nun, dass Amnesty, dass auch andere Menschenrechtsjournalistenorganisationen jetzt endlich kommen,
dass eben auch die Kollegen in den Medien endlich checken und einsehen, dass sie selber und ihr ganz essentielles Recht auf Freiheit der Presse und der Meinung von diesem Fall betroffen sind. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht doch jetzt eine Initiative gestartet wird, die muss politisch laufen. Also selbst wenn jetzt morgen das Gericht ihn freilässt, ja, wo soll er denn hin? Ja? Wo wird er denn nicht wieder weiter ausgeliefert oder so? Wer gibt ihm denn jetzt Asyl? Ja, ich finde ja auch, wie gesagt, Datenschutzbeauftragter. So, bitte. Ja, hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Gunter Sossner. Ich bin von Neue Debatte, ein Bürgermedium. Herr Bröckers, Sie haben vorhin und auch mehrfach immer wieder betont, dass die Presse und die Medien in irgendeiner Form sich diesem Fall annehmen müssen mit Julian Assange. Und dann haben Sie auch zweimal auf die vierte Gewalt gewiesen, also was Presse sein soll, und haben dann unter anderem gesagt, wir sind die Wachhunde der Demokratie. Verkürzen Sie da nicht ein bisschen den Fall Julian Assange auf etwas, was es gar nicht mehr gibt, nämlich das, was wir Presse nennen. Wir haben eine kommerzialisierte Presse, die uns nicht gehört als Bürgern, und wir haben heute Techniken, also das Internet, mobile Endgeräte, die uns alle ausnahmslos zu Journalisten macht, weil Journalismus ist kein geschützter Beruf. Und dass diese Attacke gegen Julian Assange als politischer Prozess von Ihnen ja definiert, ein Angriff auf uns alle ist, weil wir dem Recht nicht mehr vertrauen können. Das ist meine Frage an Sie. Ja, ja, Entschuldigung, okay. Seien wir so nett. Ja. Da, Herr vorne. Ja, aber ja, okay. Ja, also ich bin nicht der Meinung, dass das im Wesentlichen da juristische Fragen sind. Das ist alles pipapo. Es geht um ganz was anderes. Weil zwei historische Daten genannt wurden. Oder nicht genannt wurden. Rammstein wurde genannt. Ich nenne jetzt nur, nicht nur diesen Hubschraubermörder, die Assange geleakt hat, sondern es gibt ja einen Präzedenzfall. Lieutenant Kelly. Mille, Vietnam. So, Mille. Kriegsverbrecher. Was war mit dem? Was hat er bekommen? Nicht einmal eine Degradierung. 2 Jahre. Und noch 8 Monaten begnadigt. Soweit zu Kriegsverbrechen der USA. Zweitens Rammstein. Bereits die Bombeneinsätze über Vietnam wurden von der US Air Force Base Rammstein koordiniert. Deshalb wurde dort ja auch Anschläge verübt, etc. etc. Drittens, und das ist die entscheidende Frage, warum der nicht ganz einfach eliminiert wird, der Assange oder was, das hat keinen Sinn. Es hat einen anderen, es geht um ganz was anderes. Man muss jedes Autorität, jedes Regime, egal ob totalitär oder sogenannt demokratisch, kann vielleicht 1-2 Leute kurzerhand hinrichten, eliminieren, denn der Rest muss in Schauprozessen mit möglichst großer Öffentlichkeit abgeurteilt werden. Warum? Nicht wegen Gerechtigkeit etc. etc., sondern um abzuschrecken. Um abschreckende Wirkung. Und das war so bei den stalinischen Schauprozessen, das war so bei Roland Freisler, das war bei allen Antispionageprozessen, etwa sowohl in der DDR wie im Freien Westen so. Man muss also mögliche Quellen des gegnerischen Nachrichtendienstes abschrecken, indem man zeigt, wann die enttarnt werden, jahrelang Gefängnis etc. Es geht hier um Abschreckung und zu verhindern, dass weitere Menschen wie Assange oder andere es wagen, hier zu leaken, zu veröffentlichen, staatliche, behördliche Schweinereien aufzudecken. Danke. Bitte. Ja, es ist nur eine kurze Frage. Warum tun sich eigentlich die westlichen Staaten so schwer, auch mal anzuerkennen, dass auch in ihren Staaten, dass es politische Gefangene gibt. Warum sagt man nicht einfach mal auch öffentlich, auch von den Regierungen,
dass eine Demokratie vielleicht doch nicht so demokratisch ist, die Justiz ist doch nicht so unabhängig und wir haben politische Gefangene. Das ist ähnlich so wie in Katalanien, da wird überall, politische Gefangene gibt es immer woanders, sehr weit weg, desto weiter weg, desto besser. Warum? Wann kommt man mal hin, auch die Medien, dass man sagt, ja, wir haben ja auch politische Gefangene und der Julian Assange ist ein klassisches Beispiel dafür. Ja, danke schön. Wir haben noch eine Runde dann zum Schluss vielleicht. Darf ich dich vielleicht zuerst auf eine Frage noch hinweisen, die zuvor gestellt worden ist. Ein bisschen hast du schon beantwortet. Was wird passieren, wenn Julian Assange frei käme? Zeugenschutzprogramm, Asyl? Ja, ich finde Asyl, ja, muss er kriegen und ja, Zeugenschutzprogramm, weil ich fände am besten, ja, ich habe das schon oft gesagt, wie gesagt, Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung, da ist er ein hoher Beamter, ja, so, wird vernünftig bezahlt, hat notfalls auch Polizeischutz oder so, ja, weil, also das wäre schon sinnvoll. Und dass man ihn jetzt, dann WikiLeaks, also ich habe mal, das betrifft noch eine andere Frage, die eben hier kam. Ja, ich stimme zu, diese Rolle der vierten Gewalt, der kommen die Medien, die eben ja zum größten Teil kommerzialisiert sind, einfach nicht mehr nach. Ja, so, also in den USA kommen 95% aller Nachrichten aus den Häusern von 5 Konzernen, ja, also und die berichten eben nur das, was in ihrem Interesse ist und so weiter. Also insofern die vierte Gewalt der Medien ist kaum noch vorhanden und gerade deshalb braucht es sowas wie WikiLeaks sozusagen als fünfte Gewalt. Also sprich, wir brauchen solche unabhängigen Plattformen und Medien, sonst würden wir von den Schweinereien, die unsere Regierungen veranstalten, überhaupt nichts mehr erfahren. Ja? Also insofern teile ich die ja, Skepsis oder Resignation, was den Zustand unserer Presse und unserer Medien betrifft. Ich bin als junger Mann, ich wollte Journalist werden und dachte, das ist eine gute Branche. Und mittlerweile, manchmal habe ich mir schon gesagt, ach, warum habe ich nicht einen ordentlichen Beruf gelernt? Ja? Weil die Branche ist verkommen. Ja, ich glaube, du hast einen guten Beruf. Naja, aber unsere Innung, unsere Branche, unsere Gilde oder wie immer man das nennt, da schüttel ich ehrlich gesagt nur den Kopf. Aber wir sind froh über jedes weiße Schaf. Es war dann noch eine Frage, warum der Westen sich nicht eingestehen kann oder viele westliche Länder sich nicht eingestehen kann, dass es auch dort politische Gefangene gibt. Also wir haben zuerst darüber gesprochen, dass zu viel Wahrheit vielleicht nicht zumutbar ist. Hängt das damit zusammen oder warum könnte man nicht, so jeder Mensch weiß, in Spanien gibt es politische Gefangene. Die Frage ist, wird das in Spanien thematisiert? Am Rande. Ja? Warum ist nicht klar, dass zum Beispiel Julian Assange ein politischer Gefangener ist in unseren Mainstream-Medien? Ja, weil das widerspricht den Sonntagsreden und der Fassade von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die wir hier permanent aufbauen müssen und behaupten, wir leben in einem Rechtsstaat und wir leben auch Freiheit, ja, haben wir, wir haben Demokratie und guck doch mal woanders, Bananenrepublik XY, wie es da so schlimm aussieht, sei doch froh, dass du hier bist. Und mir wurde schon auch gesagt, ja, guck mal, du kannst doch frei reden, dich haben sie noch nicht in den Knast gesteckt, ja, da siehst du doch schon dran, was wir hier für freiheitliche und großartige Verhältnisse haben. Mir hat ein Freund, ein sehr kritischer Freund gesagt, Matthias, du redest halt auch staatstragend. Wenn du schlimmere Sachen veröffentlichen würdest, hätten sie dich schon um die Ecke gebracht. Ja? Das weiß ich jetzt nicht so, ob das stimmt.
Aber doch hier bei uns, wenn man die Reden von Politikern und Offiziellen hört, leben wir doch so quasi in der besten aller Welten und man kann es ja kaum besser machen. Ja? Und die Bösen, das ist die Achse des Bösen, hier der Russe, der Taliban, der Chinese, sonst wo, da wird, gucken Sie sich an, was jetzt die Proteste in Hongkong zum Beispiel, was die hier für eine Medienöffentlichkeit gehabt haben. Und gleichzeitig haben wir direkt nebenan in Frankreich mit den Gelbwesten und einer brutalen Polizei, ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf, da haben 120 Leute ihr Augenlicht verloren von diesen Gummipistolen und. Da steht in Deutsch, ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, aber in Deutschland muss man da schon suchen, wenn man dazu was finden will. Ja? Also insofern fällt es den Demokratien oder jetzt dann hier den Franzosen oder uns hier auch schwer zu sagen, was da gerade abläuft, dass das ein Bürgeraufstand ist vom Allerfeinsten. Die Franzosen waren ja auch 50 Jahre vor uns mit der Revolution. Die sind immer ein bisschen schneller. Ja? Da war noch eine letzte recht interessante Wortmeldung und mit einer Frage auch verbunden von dem Kollegen Peach, der gemeint hat, es geht letztlich darum, um einen politischen Schauprozess, der muss öffentlich gemacht werden, um abschrecken zu können. Das widerspricht ein bisschen sozusagen dem, was du am Anfang gesagt hast, dass Julian Assange ein militärischer Geheimprozess droht. Also da hätte ich ganz gern Aufklärung in der Beziehung, weil man schon auch den Eindruck gewinnen kann, dass es natürlich abschreckend wirkt, wenn ein Mensch, der die Wahrheit aufdeckt, ja, wie immer er dazu kommt oder was immer, plötzlich sich der Freiheit beraubt sieht. Ja, dass das Ganze, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ein Präzedenzfall, sowas gab es international noch nie. Und natürlich dient das der Abschreckung von allen und jedem, der irgendetwas über die, jetzt in dem Fall US-Regierung oder überhaupt gegen herrschende Mächte und Autoritäten veröffentlichen will, der wird sich dreimal überlegen. Und natürlich ist es ein Schauprozess, selbst wenn er vor einem geheimen Militärgericht dann am Ende geführt wird. Ja, und dann 175 Jahre, gut, wir sind gnädig, machen wir 145 draus, ja, so. So eine Nummer könnte da rauskommen und da muss man schon sagen, ja, das dient der Abschreckung von jedem Journalisten und hier wurde es vorhin mal gesagt, ja eigentlich ist ja jeder, der Internet zu Hause hat, auch Journalist. Er kann ja auch publizieren, ja, er kann Dinge veröffentlichen. Und jeder oder jede, die das tut, die sind gefährdet. Und das ist ein abschreckendes Beispiel, was Amerika hier sozusagen initiiert, vor aller Augen. Und deshalb ist es tatsächlich ein Schauprozess. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage vielleicht, weil wir schon gehört haben, dass am Montag wieder eine Mahnwache ist von Karlskirche und am Mittwoch auch wieder eine. Was können wir, was kann da jede von uns deiner Meinung nach jetzt tun, um ein bisschen Dampf zu machen und Öffentlichkeit herzustellen oder was immer? So, Öffentlichkeit herstellen, zu den Demos gehen und ansonsten letztlich muss das Ganze politisch gelöst werden. Das heißt, Politiker, wer wen kennt, der politischen Einfluss hat, mit den Leuten reden, sie aufmerksam machen auf das Gutachten von Melzer und sagen, bitte, bitte, Herr Abgeordneter oder Frau Ministerin, gucken Sie sich das mal eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde lang an. Also weil letztlich müssen Politiker auch, und dass wir jetzt, gut, ich bin ja ein alter Straßenkämpfer, wir müssen auch jetzt auf Demos gehen, wir müssen Öffentlichkeit herstellen und wir müssen auch zeigen, dass wir uns das nicht bieten lassen, weil wir sind letztlich, und das ist ganz richtig, das kam ja hier eben auch bei irgendeiner Frage, wir sind alle davon betroffen. Es ist nicht nur ein australischer Typ namens Julian Assange. Es ist nicht nur eine Medienplattform, die WikiLeaks heißt, sondern letztlich sind wir alle davon betroffen, wenn
wie ich eben schon mal vorgelesen habe, wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert. Ja, danke. Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Danke, Matthias Bröckers. Idealism prevails. Make the world a better place.